Na dann, Servus, was für ein schöner Tag. Der erste Name, der mir heute begegnet ist, war Clara Fichtmann. Für Sie und für alle anderen, denen Ungerechtigkeit widerfahren ist, widerfahren wird, alles Gute. Wanns mit dem David tanzt, wanns mit dem David tanzt, wanns du mit dem David tanzt, dann brachst du die Schuhe. Wanns du mit dem David tanzt, dann brachst du die Schuhe, sonst lässt er die nicht in Ruhe. Wanns mit dem David tanzt, wanns mit dem David tanzt, wanns du mit dem David tanzt, dann brachst du die Schuhe. Weil dann der Rauch aufgeht und die Gurde mit anderen spritzt, der Schwefel blau brennt und die keiner mehr da kennt. Vollmond ist grün, um drei in der Früh. Ich schreib dein Name mit meinem Blut. Zwei weiße Kerzen, meine Lippen vibrieren. Heiser wiederhol mein Flur. Es riecht wie der Love von meinem Quark. Wanns mit Ivy tanzt, wanns mit Ivy tanzt, wanns du mit Ivy tanzt, dann brauchst du die Schuhe. Weil dann der Rauch aufgeht und die Glut übereinander spritzt, der Schwefel blau wird und die keiner mehr erkennt. Der Licht und in meiner Brust legt sie ein Kreuznetz um mein Herz. Ich reiß das Netz und zünd die Kerzen wieder um. Ich schnauf dir, weise dir, wie heute schnaufe Kohl. Ich lass das Feuer aus meinem Herz aus Feuerrot. Und ich brenn, und ich brenn, und ich brenn, und ich brenn, und ich brenn. Ich schau am Teufel mitten rein, so schier's Gesicht. Er lacht mit Ricardo, aber ich spür, dass er mal sticht. Im Werder ganz so Sport, so fliegen und floh. Dann ist er immer da. Und ich brenn, und ich brenn, und ich brenn, und ich brenn, und ich brenn. Ich reiß das Netz und zünd die Kerzen wieder um. Auf dir weiß und dir wie heute Schnauber kommt. Wie Lust ist Feuer aus meinem Herz, aus Feuer rot. Und ich brenn, und ich brenn, und ich brenn, und ich brenn, und ich brenn. Ich schau am Teufel mitten ein, sein schieres Gesicht. Er lacht mit Ricardo, aber ich spür, dass er muss nicht mehr werden. Katze, Sport, zu fliehen und floh, dann ist er immer da. Und ich brenn, und ich brenn, und ich brenn.
Herzlichen Dank. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Ich freue mich so, alle Ihre Gesichter zu sehen. Ich freue mich, dass so viele von Ihnen da sind. Heute bei Die Rückkehr der Namen. Wir erinnern an Münchner und Münchnerinnen. München zeigt Gesicht gegen das Vergessen. Ja, das war Dreiviertelblut mit Dive Dance, die Band rund um den Münchner Filmmusikkomponisten. Und Professor ist er auch, Gerd Baumann, an der Gitarre. Und diese Stimme, Singer-Songwriter aus Lenggries, Sebastian Horn. Danke euch. Euch hören wir gleich nochmal. Freue mich schon sehr drauf. Mein Name ist Andrea Lauterbach und Sie ahnen schon, dass ich vom Bayerischen Rundfunk komme und ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen, dass Sie heute da sind. Es wird nicht langweilig und viele, viele interessante Gäste haben wir auch. Sie werden heute viel lernen und ich würde mal sagen, wir starten direkt los. Jetzt darf ich ganz herzlich begrüßen den Mann hinter der Idee, der Mann hinter Rückkehr der Namen. Wegen dem sind Sie heute alle hier. Ohne ihn würde das so nicht stattfinden. Er ist der stellvertretende Programmdirektor Kultur des Bayerischen Rundfunks, Andreas Bönte. Herzlich willkommen. Vielen Dank, danke. Herr Bönte, alle diese Menschen sind heute gekommen, weil sie ihre Idee so gut fanden. Also ich glaube, sie kommen jetzt nicht nur, weil die Idee gut ist, sondern ich glaube, sie kommen natürlich auch, weil sie wirklich sich erinnern wollen an die Menschen von damals, an die Schicksale, an die Namen. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, wirklich, wir grüßen ganz, ganz herzlich alle die Namen, die heute zurückgekehrt sind. Und das sind über 1000. Wir haben auch Delegationen noch aus anderen Städten, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Auf jeden Fall schön, dass die Namen alle da sind und vor allem auch, dass die Patinnen und Paten, die die Namen tragen, da sind und alle anderen auch. Herzlich willkommen und vielen, 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 vielen Dank. Warum die Rückkehr der Namen? Warum dieses Projekt zu diesem Zeitpunkt, heute am 11. April? Also ich glaube, der Zeitpunkt, das hat sich einfach alles immer mehr zugespitzt, die Idee, wir kommen nachher nochmal darauf zu sprechen, die waberte schon so in den letzten Jahren bei mir. Und eigentlich in den letzten 12 Monaten fand ich dieses Thema Antisemitismus, Antiziganismus, Beleidigung, Gewalt gegen Menschen mit Behinderung, all diese Dinge nahmen in einer Dramatik zu, der Antisemitismus nach dem 7. Oktober, nach dem furchtbaren Hamas-Terror, das geht so nicht mehr. Und ich habe gesagt, wir müssen im Prinzip einfach auch den Leuten immer wieder in Erinnerung rufen, was damals passiert ist. Also was damals wirklich passiert ist, und das kann man am besten wirklich über Einzelschicksale und einfach sagen, sowas kann wieder passieren, wenn wir nicht aufpassen. Das ist so der Grundgedanke. Aber auf jeden Fall, wir dürfen nicht mehr zuschauen, was sich dort in der Gesellschaft abspielt. Sie setzen seit vielen Jahren ein Zeichen gegen das Vergessen. Was ist Ihr persönlicher Antrieb, die Erinnerung wachzuhalten? Ich glaube, mein großer Antrieb waren eigentlich die ersten Gespräche, die ich mit Überlebenden, mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen geführt habe. Erstmal habe ich nie einen Zeitzeugen, eine Zeitzeugin erlebt, die in irgendeiner Art und Weise Hass gezeigt hat, sondern die immer wieder gesagt hat, ihr seid auch eine andere Generation und wir setzen auch auf euch und die wirklich auch immer sich bemüht haben. Und ich glaube, für mich war das immer dieser Antrieb, weil ich irgendwann mal mich reindenken konnte, eben über einen Zeitzeugen in ein Einzelschicksal. Als ich gemerkt habe, ein Vater, der gesagt hat, ich bin völlig aussichtslos gewesen, ich konnte nirgendwo mehr hinreisen, ich konnte die Stadt nicht mehr verlassen, ich konnte meine Kinder nicht mehr schützen. Und wenn Kinder merken, dass die Eltern die Kinder nicht mehr schützen können und umgekehrt, ist es eines der furchtbarsten Gefühle, die man haben kann. Und da habe ich damals irgendwie auch ganz, war für mich ganz wichtig, sowas darf nicht mehr passieren. Und da muss man einfach viel Energie drauf reinsetzen, dass sowas nicht mehr passiert. Die größte Aufgabe heute war sicherlich, die 1000 Patinnen und Paten zu finden, die hier heute sind. Unglaublich. Wie haben Sie das geschafft? Also ich glaube, man muss sagen, es war gar nicht so schwer, weil sich die meisten sofort gemeldet haben. Wir arbeiten ja auch mit fast 80 Organisationen und Schulen zusammen, die dann sofort auch gesagt haben, wir machen mit. Übrigens auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an die Schulen und die Schülerinnen und Schüler, die heute da sind. Deswegen sind wir auch in der Woche und nicht am Wochenende. Würden Sie sagen, das Ziel von Rückkehr der Namen ist erreicht?
Das war eigentlich schon zu 80% erreicht, bevor wir uns überhaupt getroffen haben am Königsplatz, weil eigentlich dadurch, dass die Menschen sich mit diesen Schicksalen befasst haben, es gab wirklich tolle Geschichten, es gab der Jugendring in der Stadt München hier, die Workshops gemacht haben zu den Opfern. Ganz interessant, es gibt auch eine Behinderteneinrichtung, das ICP, die wirklich mit ihren Lehrlingen, die auch Menschen mit Behinderungen sind, eine Ausstellung gemacht haben und erarbeitet haben über ein Opfer der Krankenmorde. Es waren so tolle Geschichten dabei, dass da eigentlich schon, denke ich, schon 80% erreicht worden ist durch die Sensibilisierung. Aber was heute hier ist, das übertrifft nochmal alles, was meine Vorstellungen eigentlich nur waren. Also deswegen bin ich auch sehr gerührt, wenn ich das mal sagen darf. Ich möchte Ihnen noch kurz die Kolleginnen vorstellen, die Sie oben am Monitor in dem kleinen Bildschirm sehen. Das sind unsere Gebärdensprache-Dolmetscherinnen. Das ist Maike Döllefeld, Susanne Schmidt, Kathleen Riegert und die Musik dolmetscht heute für uns Susanne Kermer. Schön, dass ihr da seid. Herzlichen Dank. Wir haben heute ein sehr, sehr, sehr prominent besetztes Publikum. Wer alles da ist, das erzählen wir Ihnen gleich. Jetzt aber erstmal ein paar Bilder des heutigen Tages. Ich habe Angst um die politische Diskussion gerade. Ich hätte mir in meiner Jugend nie vorstellen können, dass es wieder so weit kommt, dass man Angst davor haben muss. Ja, wir nehmen alle Demokratie als selbstverständlich, dass wir sie haben, aber es beginnt im Kleinen und alle Tendenzen, die sich gegen unsere demokratischen Strukturen richten, muss jeder und jede Einzelne dagegen antreten. Und dass man manches, was man kennt und weiß und als selbstverständlich erachtet, auch verteidigen muss. Es scheint in Vergessenheit geraten zu sein, dass wir auch heute gefährdet sind. Wow, Gänsehaut. So schön, dass Sie alle mit dabei sind, dass Sie durchgehalten haben und jetzt hier bei uns am Odeonsplatz sind. So viele Menschen, die die Idee gut finden, die ein Zeichen setzen für gute Menschlichkeit, für eine gute Erinnerungskultur. Ja, die Nationalsozialisten haben viele Zeichen gesetzt. Heute setzen wir ein starkes Zeichen dagegen. Und jetzt hören wir nochmal Dreiviertelblut. Der nächste Song von Ihnen, der ist in der Corona-Zeit entstanden, ein Corona-Bewältigungssong sozusagen. Es geht ja darum, dass jeder irgendwann im Bekanntenkreis einen vermeintlichen Corona-Experten hatte, also einen, der die Wahrheit kennt und dann doch nur ein gefährliches Halbwissen hat und wieder irgendwas von irgendwem irgendwie gehört hat. Gerd, gab es so einen bei dir, dein persönlicher Corona-Experte? Also fällt mir jetzt niemand direkt ein, es war eigentlich eher andersrum, dass mir viele aufgefallen sind, die mir, sagen wir mal, unangenehm aufgefallen sind. Aber was sehr spannend war, mein Nachbar betreibt ein Nagelstudio und der hat in seinem Heimlabor bewiesen, dass der Coronavirus von Meerschweinchen aus der Mongolei ursprünglich kommt. Und das fand ich schon beeindruckend, also wie fundiert das war einfach. Und es geht im weitesten Sinne in diesem nächsten Lied darum, es ist irgendwie ein lustiges Lied, aber mit einem sehr ernsten Thema. Es geht um Verbreitung von Lügen, von Verschwörungstheorien. Und die Verbreitung von Lügen ist wahrscheinlich in jedem Sinne die Grundlage für Unrechtsherrschaften, für Diktaturen, also irgendwie auch ein sehr unangenehmes Thema, trotzdem spielen wir das jetzt lustig und die Kirchenglocken läuten dazu. Irgendwann. Der Lauft übers Wasser
aus der Schockiert, der schlaft im Void und zwischendurch frisst er kleine Kinder. Aus der Schockiert, aus der schon gesehen, man sieht's fast gar nicht. Es ist in und über dir und über euch. Die verfolgen uns, wissen alles, wo du herkommst, was du denkst und wer du bist. Hast du das schon gesehen? Irgendwann hat irgendwann irgendwen verzeiht, dass irgendwann irgendwen verzeiht hat, dass das stimmt. Irgendwie kommt mir das komisch vor und irgendwie auch nicht, dass irgendwann irgendwen verzeiht hat, wie das geht. Spürt's fast gar nicht. Lass sie nicht fangen. Lass sie nicht holen. Sie flüstern. Schlaf weiter. Dabei legen sie in Ketten. Hast das schon gespürt? Hey Gerd, hast das schon gesehen? Wie dein Nachbar, der Lothar, hast das schon gesehen? Wie der schaut. 100 Jahre lang ist der gesessen. Dass irgendeiner irgendwen verzeiht hat, dass die Stimme irgendwie kommt, weil es komisch war und irgendwie ja nicht. Dass irgendeiner irgendwen verzeiht hat, wie das geht. Was das schockiert? Muss nicht passen, bloß wenn's passt, dann ist er wahr. Hast das schon gehört? Hast das schon gehört? Hast das schon gesehen? Hast das schon gesehen? Hast das schon gespürt? Hast das schon gespürt? Hast das schon gewusst? Auf der ganzen Welt, im Radio, im Fernsehen, in der Zeitung, im Internet und auch bei uns, da. Ich sag's vor und ihr sagt's es noch, bitte laut. Hast das schon gehört? Hast das schon gehört? Hast das schon gesehen? Hast das schon gespürt? Hast das schon gewusst? Hast das schon gekriegt? Hast das schon gezahlt? Hast das schon gehabt? Hast das schon gewusst? Irgendwann hat irgendwann irgendwen verzeiht, dass irgendwann irgendwen verzeiht hat, dass die Stimme irgendwie gibt, weil ich's komisch vor und irgendwie. Dass irgendwann irgendwen verzeiht, wie das geht. Ihr seid die Besten. Danke. Das war Dreiviertelblut. Euer Applaus. Dankeschön. Herr Bönte, wie ist die Idee für die Rückkehr der Namen entstanden?
Das ist so ein Prozess, der einige Jahre eigentlich so vor sich hingegangen ist. Mich hat immer sehr gestört, dass wir eigentlich nur über Zahlen gesprochen haben. Also wir haben über Millionen von Holocaust-Opfern geredet, aber man kann sich darunter so wahnsinnig wenig vorstellen. Und dann war ich mit meinem Sohn vor einigen Jahren in Auschwitz und habe hinter diesen Glasscheiben gesehen, die Koffer, die Schuhe und all diese Dinge. Und wir haben uns beide gefragt, was sind das für Menschen gewesen, eigentlich, denen das mal gehört hat, was haben die für ein Leben gelebt? Und dann habe ich nur 2021 eine Dokumentation gemacht über den Eichmann-Prozess und habe mich dann auch sehr intensiv mit dieser furchtbaren Person Eichmann beschäftigt, was mich wirklich zum Teil zum schieren Wahnsinn getrieben hat. Und dieser Mann hat nur in Zahlen, in Listen gedacht. Man hat was abgearbeitet. Und das hat mich so wahnsinnig betroffen gemacht, dass man wirklich überhaupt nicht mehr über diese Einzelschicksale geredet hat. Die Nazis, klar, die haben sich davor geschützt. Die wollten gar nicht drüber nachdenken. Nur das Schlimme ist, zum Teil haben wir es übernommen, dass wir diese Listen nicht wieder abgearbeitet haben und zurückübersetzt haben, eigentlich in die heutige Zeit. Und das ist das, was ich mit diesem Projekt eigentlich machen wollte. Und da muss ich noch dazu sagen, und wenn ich das noch sagen darf, dann ist mir eine wichtige Danksage. Und dann bin ich mit dieser Idee bei meiner Intendantin gelandet, bei meinem Kulturdirektor Björn Wilhelm gelandet, die sofort gesagt haben, super Idee, das ist wunderbar, das passt zu unserem Sender. Wir sind eine Säule auch des demokratischen Lebens. Dann habe ich den Anton Biebel getroffen, dann habe ich ihn gefragt, könnte sich das vorstellen, die Stadt München mitgehen. Der hat auch sofort gesagt, ja. Und dann waren wir schon mal ein ganz starkes Team. Und dann sind noch viele, viele andere Partner dazugekommen. Und das ist heute das Ergebnis. Haben Sie auch einen ganz persönlichen Bezug oder Ihre Familie zur NS-Zeit? Das kam leider erst spät. Also das heißt, ich habe mich schon lange, lange Zeit eigentlich mit diesem Thema beschäftigt. Und durch einen reinen Zufall habe ich dann erfahren, also es war ein Familientabu, dass einer meiner Großväter ein ziemlich hohes Tier der SA gewesen ist und in Nordrhein-Westfalen an einer Vernichtung, einer Abfackelung einer Synagoge beteiligt war. Und das hat mir eigentlich auch gezeigt, was das bedeutet noch in den Familien danach, sowohl in den Opferfamilien als auch in den Täterfamilien, in den Generationen danach, die ja nichts dafür können. Aber die natürlich merken, irgendwas ist ja nicht in Ordnung und zum Tabu ist furchtbar in einer Familie, ehrlich gesagt. Und das, glaube ich, ist dann nochmal ein doppelter Antrieb gewesen, dass ich gesagt habe, jetzt umso mehr. Also gerade, es war mal ein runder Jahrestag, der Reichspogromnacht, wir haben eine Sendung dazu gemacht. Ich kann wirklich nur sagen, ich war ja noch nie in meinem Leben so aufgeregt für eine Sendung wie davor, weil das irgendwie, ich sage es auch mal, ins offene Abrechnung mit meinem Großvater war, ja. Wie kam es zum Titel Rückkehr der Namen? Wie ist der Name entstanden? Eigentlich durch diesen Prozess, den ich gesagt habe, weil ich möchte eigentlich gerne wissen, welche Namen dahinter sind. Was sind das für Menschen? Und nicht so kam, nur die Nummer? Nicht nur die Nummern, sondern die Namen. Und wir haben ja noch mehr. Wir haben ja nicht nur die Namen, sondern auch durch Public History, durch die Abteilung der Stadt München im Kulturreferat, haben wir auch die Schicksale auf den Tafeln. Auf der Rückseite stehen die Schicksale drauf, soweit man sie recherchieren konnte. Bin übrigens auch allen dankbar, von Public History, aber auch aus dem Hause BR, die diese Schicksale. Sie mussten jedes Einzelne anschauen, sie mussten sie zusammenschreiben, redigieren, damit es auf die Rückseite passt. Also Kolleginnen, die da hinten jetzt im Background sind, manche haben gesagt, nach 10 Biografien mussten sie immer eine Pause einlegen, weil sie es nervlich nicht mehr ertragen haben. Und das muss ich auch mal sagen, ein großes Dankeschön dafür. Das war wirklich eine schlimme Arbeit. Ja. Vielen, vielen Dank, Herr Bönte. Danke. Jetzt kommt eine Frau, die sofort bereit war, die Schirmherrschaft für die Rückkehr der Namen zu übernehmen. Das liegt ihr so am Herzen, dass sie heute selbst eine Patenschaft übernommen hat. Sie hat heute mit einer Erinnerungstafel in der Stadt gestanden, und zwar direkt am Bayerischen Landtag. Sie ist Patin für den ermordeten Abgeordneten und Minister Eduard Hamm. Und ich begrüße jetzt ganz, ganz herzlich unsere Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Und das nenne ich mal Einsatz, dass sie als oberste Repräsentantin unseres Parlaments, unserer Demokratie selbst Patin waren. Ein herzliches Dankeschön dafür. Es ist wirklich beeindruckend und es bewegt auch wirklich und es ist sehr, sehr wichtig. Es ist sehr wichtig für unser Land und es ist sehr wichtig für unsere Gesellschaft. Und ich danke Ihnen allen, den Patinnen und Paten, dass Sie heute da sind. Ein ganz tolles Zeichen. Vielen herzlichen Dank dafür.
Und man sieht eben ein Meer von Schildern, aber eben auch ein Meer von Gesichtern, von Schicksalen. Und ich sehe Bilder von Menschen, die in der Vergangenheit oft, zu oft, eben in Statistiken und hinter Zahlen verschwunden sind. Heute sind sie zurückgekehrt, die Rückkehr der Namen. Ich sehe eben auch so viele Menschen, die sich engagieren, um gemeinsam zu zeigen, diese Menschen, sie sind nicht vergessen. Sie sind in unseren Herzen, sie sind in unserer Mitte und, das versprechen wir, sie werden es auch bleiben. Wir werden sie nicht vergessen und wir werden einstehen für ihr Vermächtnis und für ihre Botschaft, die so aktuell ist wie noch nie seit 79 Jahren. Und sie lautet: Nie wieder ist jetzt. Und wir schreiben das Jahr 2024 und die Bundesrepublik Deutschland und das Grundgesetz feiern dieses Jahr den 75. Geburtstag. Und wir haben uns als Gesellschaft für sehr fortschrittlich gehalten, technologisch und auch moralisch, sozial, zivilisatorisch und für viele schienen die hart errungenen Werte Freiheit, Demokratie, Menschenrechte, Frieden, Wohlstand bereits selbstverständlich. Wir dachten auch, dass das Gedenken und die Erinnerung natürlich von Generation zu Generation automatisch weitergeht. Wie haben wir uns getäuscht? Krieg, Nationalismus, Imperialismus, Antisemitismus, Antiziganismus, Rassismus, Homophobie, Misogynie, Umsturzfantasien, Hassreden in Parlamenten, auch im Bayerischen Landtag. Es ist alles immer noch oder schon wieder da. Unsere Demokratie, sie wird angegriffen von innen und auch von außen und von Feinden, wird Hass geschürt, Angst und auch Wut. Und die zerstören wollen, was in 79 Jahren aufgebaut wurde in Deutschland, in Europa und auch in Bayern. Und das ist, meine sehr geehrten Damen und Herren, eine reale Gefahr. Wir haben unsere Lektion gelernt. Wir sind wehrhaft, wir sind stärker. Wir sind heute an den historischen Orten der einstigen Hauptstadt der Bewegung entlang gelaufen. Und ich habe es ganz deutlich gespürt, das ist nicht nur die Rückkehr der Namen, die symbolische Rückkehr von rund tausenden Münchnerinnen und Münchnern, die zwischen 1933 und 1945 aus dem Stadtleben verdrängt wurden, Schritt für Schritt entrechtet, entmenschlicht, deportiert und ermordet. Ich stehe für Eduard Hamm, der sich als Abgeordneter und als Minister gegen Antisemitismus und gegen die Nazis stellte. Er wurde von der Gestapo abgeholt. Die Umstände seines Todes in der Haft sind bis heute ungeklärt, aber sein Leben ist bis heute ein Vorbild. Ich zeige sein Gesicht und ich ehre sein Andenken, weil seine Geschichte auch Teil unseres Landes ist, unseres Lebens, weil seine Botschaft auch wichtig ist und sie ist wichtiger denn je. Und aus diesem Grund, das ist nicht nur die Rückkehr der Namen, der Gesichter, die einst diese Stadt mitgeprägt haben. Das ist ein starkes Zeichen der Gesichter, die diese Stadt und unser Land heute prägen. Und Sie, meine Damen und Herren, Sie alle, Sie zeigen heute Gesicht. Wir wehren uns gegen den Schlussstrich und gegen das Vergessen, gegen die Angriffe auf unsere freiheitliche Demokratie, gegen Hass und gegen Hetze, gegen Stigmatisierung, Anfeindung und Ausgrenzung und gegen die Verächtlichmachung unserer demokratischen Institutionen und der Verfassungsorgane. Wir sind München und das ist Bayern. Meine Damen und Herren, das Versprechen nie wieder ist jetzt, es muss einfach heute auch halten.
Und das gilt besonders eben für den Kampf gegen Antisemitismus, was wir seit dem 7. Oktober eben erleben mussten, was Jüdinnen und Juden seit dem 7. Oktober erleben müssen, ist eben absolut inakzeptabel. Und es ist, meine Damen und Herren, eine Schande für unser Land. Jüdisches Leben von der Kinderkrippe bis zur Synagoge, bis zum Seniorentreff. Es kann seit Jahren schon nur unter den allerstrengsten Sicherheitsvorkehrungen stattfinden. Jetzt nehmen jüdische Familien an der Haustür die angebrachte Segenskapsel ab. Die Menschen trauen sich nicht mehr mit der Kippa auf die Straße, mit Davidstern oder mit dem Maccabi-Trikot. Sie ändern ihren Namen beim Lieferservice, beim Paketdienst oder im Taxi. Und das ist kein freies Leben mehr. Und das dürfen wir nicht hinnehmen, meine Damen und Herren, das ist nicht mein Land, das ist nicht unser Land. Und wir brauchen eine ehrliche Auseinandersetzung mit allen Formen von Judenhass und eine konsequente Verfolgung und Ächtung in allen Bereichen der Gesellschaft, von rechts nach links, von christlich bis muslimisch und von ewig gestrig bis importiert. Hier ist nicht nur der Staat gefordert, nicht nur die Politik, nicht nur die Justiz, hier sind alle gefordert, wir alle sind gefordert, jede und jeder Einzelne kann hier und muss auch dagegenhalten. Nicht aus historischer Verantwortung, sondern aus heutiger, demokratischer und menschlicher Pflicht. Jedem muss klar sein, wo Jüdinnen und Juden nicht frei und sicher leben können, da kann niemand frei und sicher leben. Sehr geehrte Frau Intendantin, liebe Katja Wildermuth, ich danke wirklich dem BR von Herzen, den vielen Partnern und den teilnehmenden Organisationen. Es ist alles andere als selbstverständlich. Vielen Dank dafür. Und ein besonderer Dank gilt Andreas Bönti und seinem ganzen Team. Es ist, wie man gesehen hat, sein Herzensanliegen gewesen seit langer Zeit. Und er hat heute wirklich mit seinem Team ganz Beeindruckendes geleistet für die Erinnerungskultur und auch für die Demokratie. Und dafür auch ein herzliches Dankeschön. Heute ist die Rückkehr der Namen. München war einst die Stadt der Bewegung. Bewegung in die allerschrecklichste Richtung. Und heute ist es mit Ihnen allen, mit Ihnen, meine sehr geehrten Patinnen und Paten, die Hauptstadt der Gegenbewegung. Und dafür sage ich ein herzliches Dankeschön. Vielen Dank, Frau Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Wir haben gerade gehört, dass München eine zentrale Rolle im Naziterror gespielt hat. Und darum ist es so wichtig, die Erinnerung hier wach zu halten. Und einer, der sich mächtig reinhängt für unsere Vielfalt und damit wir hier alle in Frieden leben können, so wie wir wollen, das ist der Oberbürgermeister Dieter Reiter. Er weiß, dass München diese besondere Verantwortung der Erinnerung hat und er hat auch sofort grünes Licht gegeben, wie wir mit der Idee, mit der Rückkehr der Namen bei ihm angeklopft haben. Wir haben eine unglaubliche Unterstützung von Ihrer Seite bekommen, vom Kulturreferat, vom Mobilitätsreferat, von der Polizei und vielen mehr. Danke dafür. Herr Dieter Reiter, bitteschön. Danke, danke. Vielen Dank. Vielen Dank, ja, beeindruckend hier oben zu stehen. Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, liebe Ilse, sehr geehrte Frau Dr. Wildermuth, lieber Herr Bönte, hochgeschätzte, zahlreiche Ehrengäste, aber vor allem, liebe Patinnen und Paten,
des Projektes Die Rückkehr der Namen. Ja, auch heute ist wieder so ein Tag, wo ich gerne Münchner Oberbürgermeister bin. Es ist ein Tag, an dem man echt stolz sein kann auf München und auf alle, die heute hier sind. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich heute hier sind. Meine Damen und Herren, wenn wir uns erinnern, wenn wir Erinnerungskultur gestalten wollen, dann macht es allen Sinn, die individuellen Lebensgeschichten von damals mit Ereignissen und Orten zu verknüpfen. Erst dann macht aus meiner Sicht eine historische Rückschau wirklich Sinn. Denn nur dann gelingt die Übertragung in die Gegenwart. Dann kann Geschichte zum zentralen Baustein im Verständnis unserer Gegenwart werden. Und, das hoffe ich jedenfalls, zum besseren Wissen bei der Gestaltung unserer Zukunft. Hier am Odeonsplatz können wir uns das sehr anschaulich vorstellen. Denn im November 1923 ist genau hier, an diesem Ort, der perfide Staatsstreich von Hitler, Ludendorff und deren Gefolgsleuten gescheitert, mit dem damals die Republik zu Fall gebracht und ein autoritäres, faschistisches System etabliert werden sollte. Das war ein Erfolg der noch jungen Weimarer Demokratie und ein Desaster für die Extremisten. Den weiteren Aufstieg der Nationalsozialisten hat der fehlgeschlagene Putsch trotzdem nicht verhindert. Der anschließende Prozess hat dem gescheiterten Hochverräter Hitler vielmehr eine exklusive Bühne geboten, auf der er sich äußerst wirkungsvoll in Szene setzen und seinen Bekanntheitsgrad auch weit über die Grenzen Münchens und Bayerns hinaus enorm steigern konnte. Im Grunde genommen hat hier am Odeonsplatz an diesem Ort und in der Stunde des vermeintlichen Scheiterns der mörderische Aufstieg der Nazis eigentlich begonnen. Und deshalb sind auch die Leidensgeschichten und die Verfolgungsschicksale, die uns das Projekt Die Rückkehr der Namen auf so eindrucksvolle Weise nahebringt, ursächlich mit diesem Ort hier, mit dem Odeonsplatz verbunden. Sehr geehrte Frau Dr. Wildermuth, sehr geehrter Herr Bönte, ich schließe mich gern dem Dank an der Landtagspräsidentin. Danke Ihnen sehr, dass der Bayerische Rundfunk gemeinsam mit meinem Kulturreferat dieses wichtige, wirklich wichtige und ich würde sagen so wichtig wie schon lange nicht mehr Erinnerungsprojekt auf den Weg gebracht hat. Herzlichen Dank auch an alle Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mitgeholfen haben. In einer Zeit, meine Damen und Herren, in der die Stimmen der Zeitzeugen immer weniger werden. Herzlich willkommen, Ernst Grube. Herzlich willkommen, Charlotte Knobloch. In dieser Zeit, in der ist die wehrhafte Demokratie so stark gefordert wie noch nie zuvor in der 75-jährigen Geschichte, seit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes. Und in dieser Zeit können wir Projekte wie dieses gar nicht hoch genug einschätzen. Die 1000 Gesichter, und es ist wirklich, ich kann es nur wiederholen, eindrucksvoll, Sie alle heute hier zu sehen, die während der NS-Zeit der ermordeten Kinder, Frauen und Männer gedenken, die uns heute in Stadt München begegnet sind, erinnern uns wirklich eindringlich daran, dass humanitäre Grundwerte unserer Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit sind und dass demokratische Strukturen keine automatische Bestandsgarantie haben. Daran habe ich ganz persönlich viele, viele Jahre geglaubt, aber die letzten Jahre haben bewiesen, dass es hier keineswegs so etwas wie eine automatische Bestandsgarantie gibt. Gleichzeitig mahnen uns die Geschichten der Ermordeten dazu, unsere Werte gegen jegliche Art von Anfeindung mit aller Kraft zu verteidigen. Und zwar wir alle. Sie mahnen uns nicht wegzuschauen, wenn Freiheitsrechte lächerlich gemacht werden, wenn Rechtsextremisten von Remigration faseln oder wenn Hassprediger versuchen, in den sozialen Medien Hetzkampagnen gegen Minderheiten loszutreten. Und das, meine Damen und Herren, gilt für uns alle und überall, auch dort, wo es vielleicht unangenehm ist, am Stammtisch,
in der Arbeit oder sogar in der eigenen Familie. Wir dürfen nicht wegschauen und wir dürfen es nicht teilnahmslos hinnehmen, wenn gehetzt wird, meine Damen und Herren. Und ich bin sehr, sehr, sehr froh und sehr dankbar, dass so viele Menschen hier heute sind, zahlreiche Vereine, Institutionen und Organisationen spontan zugesagt haben, bei diesem Projekt die Rückkehr der Namen mitzumachen. So ist es nämlich ein Projekt der gesamten Stadtgesellschaft München, des Landes Bayern geworden. Genauso müssen wir da vorankommen. Ein Erinnerungsprojekt, das würdiges Gedenken auf ideale Weise mit dem Appell für ein kritisches, ja ein sehr kritisches Gegenwartsbewusstsein verbindet. Und so legen wir nicht nur ein Bekenntnis ab zu einer lebendigen und nachhaltigen Erinnerungskultur oder wie mir Herr Bönte gerade im Vorgespräch gesagt hat, in Anbetracht dessen, was er hinter sich hat, Erinnerungsarbeit, weil es geht nicht nur um Erinnerungskultur, Erinnerung muss man sich auch erarbeiten, sondern wir setzen damit auch ein wirklich deutliches Signal, ein Statement für unsere freiheitliche, demokratische Gesellschaft und ihren tragenden Säulen Toleranz, Respekt, Gemeinsinn, Rechtssicherheit, Gleichberechtigung, Vielfalt und Meinungsfreiheit. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam alles dafür tun, dass diese Säulen auch in Zukunft stark bleiben und stabil stehen. Danke, dass Sie alle hier sind. Herzlichen Dank, Oberbürgermeister Dieter Reiter. Ja, und als nächstes begrüße ich eine Frau, die ich sehr bewundere. Sie trägt nämlich die gesamte Verantwortung für den Betrieb und die Programmgestaltung des Bayerischen Rundfunks. Ich begrüße hier ganz, ganz herzlich Frau Dr. Katja Wildermuth. Ich beginne, liebe Anwesende, mit einem Zitat. Wir werden immer an euch denken, es war nicht vergeblich. Das waren die Abschiedsworte des Regisseurs und Widerstandskämpfers Falk Harnack an Professor Kurt Huber nach dem Prozess gegen die Mitglieder der Weißen Rose. Falk Harnack wurde freigesprochen, Kurt Huber, wie Sie alle wissen, zum Tode verurteilt. Heute stehen wir hier gemeinsam und erinnern. Erinnern uns an die, die Widerstand geleistet haben und an alle, die verfolgt, entmenschlicht und ermordet wurden. Deren Geschichte, deren Gesichter, deren Namen ausgelöscht werden sollten. Wir dürfen und wir wollen nicht vergessen, denn, so hat es Elie Wiesel formuliert, wir sind nicht nur für die Erinnerungen an die Toten verantwortlich, sondern auch für das, was wir aus den Erinnerungen machen. Der Umgang mit der Vergangenheit hat großen Einfluss auf Gegenwart und Zukunft und auch auf unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Diesen Zusammenhalt zu fördern, Dialog und Verständigung auf gemeinsame Werte, ist gesetzlicher Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Herzensangelegenheit. Dazu gehört auch eine aktive Auseinandersetzung mit der Erinnerung, und zwar immer wieder neu, auch mit Blick auf die eigene Zeit. Diese Verantwortung nehmen wir als BR und ich als Historikerin sehr ernst. Und die Geschichte hat gezeigt, es kann jeden treffen. Die Rückkehr der Namen macht genau das sichtbar. 1000 Schicksale, die stellvertretend für alle zeigen, Hass und Vernichtung machten nicht Halt in der Nachbarschaft, im Kollegenkreis, in den Schulen. Esther Berger war 12, ihre Schwester Hanna 10 Jahre alt. Weil sie Jüdinnen waren, wurden sie mit ihren Eltern nach Litauen deportiert und dort 1941 ermordet. Eugen Konrad Lang war Hotelangestellter, unter anderem im Bayerischen Hof, unweit von hier. Als Sinto durfte er seine Verlobte nicht heiraten.
1944 wurde er inhaftiert, später im KZ Dachau ermordet. Sofia Jatsuta war aus der Ukraine nach Deutschland verschleppt worden. Sie musste auf dem Bau arbeiten, unter menschenverachtenden Arbeits- und Lebensbedingungen und starb mit 44 Jahren an Fleckfieber. Georg Fischler lebte im Glockenbachviertel. Er wurde von den Nationalsozialisten verfolgt, weil er homosexuell war. Im KZ Stutthof wurde er mit 34 Jahren ermordet. Und Anneliese Weidert war gehörlos und lernte nie sprechen. Als junge Frau wurde sie in die sogenannte Heil- und Pflegeanstalt Egelfing-Haar eingewiesen und dort ließ man die 41-Jährige gezielt verhungern. Schicksale, die mich immer wieder sprachlos machen. Aber es ist wichtig, dass wir darüber sprechen und laut sagen, nie wieder, gerade in diesen Zeiten. Wir haben es gehört. Die Rückkehr der Namen ist also nicht nur ein Erinnerungsprojekt. Wir wollen heute Nachmittag und darüber hinaus alle Bürgerinnen und Bürger ermutigen, sich einzusetzen. Für Toleranz und Zivilcourage, wachsam und leidenschaftlich, für Mitmenschlichkeit und für unsere wunderbare Demokratie. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass dieses Projekt von so vielen Unterstützern, einer so breiten und vielfältigen Zusammenarbeit getragen wird. Mein erster herzlicher Dank, das werden Sie sicher verstehen, gilt meinem Kollegen Andreas Bönte. Wir haben ihn ja alle schon kennengelernt, der die Idee zur Rückkehr der Namen hatte und mit seinem engagierten Team aus einer anfangs kleinen Idee wirklich etwas Großes geschaffen hat. Mein ebenso herzliches Dankeschön geht an die Stadt München, lieber Dieter Reiter, die das Projekt, wir haben es gehört, von Anfang an unterstützt hat und mit uns den BR realisierte. Die Abteilung Public History im Kulturreferat hat unter anderem, Herr Bönte hat das schon erzählt, die Opferbiografien ausgewählt und zusammengestellt. Besonderen Dank. Besonderen Dank natürlich auch an Landtagspräsidentin Ilse Aigner, die ganz ohne zu überlegen die Schirmherrschaft und eine Patenschaft übernommen hat und heute den Nachmittag mit unserem Projekt verbrachte. Und ich möchte auch ausdrücklich dem Kreisverwaltungsreferat und der Polizei der Landeshauptstadt München danken. Denn so eine Veranstaltung ist ein enormer organisatorischer Aufwand und Sie waren und Sie sind uns eine große und tatkräftige Stütze. Unterstützt wird das Projekt außerdem von über 60 Institutionen, Schulen und Vereinen, die Patenschaften übernommen haben und zahlreiche Veranstaltungen jenseits dieses Nachmittags anbieten. Und schließlich ganz besonderen Dank an die ehrenamtlichen Patinnen und Paten, die unser gemeinsames Projekt im wahrsten Sinne des Wortes maßgeblich getragen haben. Ich wünsche uns allen heute Nachmittag, Abend und auch darüber hinaus weiterhin eine gute Gemeinschaft und Strahlkraft dieses Tages. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Dr. Katja Wildermuth. Im Lauf des Abends werden hier heute außerdem noch sprechen die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in München und Oberbayern, Frau Dr. Charlotte Knobloch. Den Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dr. Josef Schuster. Schön, dass Sie da sind. Der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, Herr Romani Rose, herzlich willkommen. Ich begrüße ganz herzlich die Generalkonsulin des Staates Israel, Frau Talia Ladov-Rescher. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Der Vertreter. Vielleicht darf ich noch einen Satz sagen. Ja. Also wir sind mit dem Herzen bei Ihrem Land. Wir hoffen, dass die Geiseln sehr schnell freikommen. Und wir hoffen, dass es bald einen Frieden gibt in dem Land. Vielen Dank. Auch unter unseren Ehrengästen und herzlich willkommen ein Vertreter des Hauses Wittelsbach, Ludwig Prinz von Bayern. Herzlich willkommen bei uns. Wir begrüßen den Landtagsvizepräsidenten Herrn Tobias Reis, der auch selber heute als Pate aktiv war. Den Landesbischof der evangelisch-lutherischen Kirche, Herr Christian Kopp, herzlich willkommen bei uns. Von der Erzdiözese München und Freising begrüßen wir Dr. Armin Wauters. Auch hier dabei unter unseren Ehrengästen der Präsident des FC Bayern München e.V., Herr Herbert Heiner, herzlich willkommen. Und ich begrüße ganz herzlich den Polizeipräsidenten hier in München, Herrn Thomas Hampel, und bedanke mich ganz, ganz herzlich für die tolle Unterstützung. Vielen Dank. Herzlich willkommen an den Leiter des Kulturreferats der Landeshauptstadt München, Herr Anton Biebel. Herzlich willkommen bei uns. Ich begrüße die Präsidentin des Sozialverbandes VdK Deutschland, Frau Verena Bentele. Herzlich willkommen auch die Direktorin des NS-Dokumentationszentrums, Frau Miriam Zadoff. Herzlich willkommen bei uns. Ich weiß nicht, ob er da ist, aber ich begrüße ihn jetzt trotzdem mal, den Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, Professor Dr. Jörg Skribeleit. Wenn ich auch noch nicht persönlich gesehen habe, aber er hat uns sehr, sehr unterstützt, den Intendanten des Münchner Volkstheaters, Herr Christian Stückel. Und ich begrüße ganz herzlich die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Regensburg und sie ist Vizepräsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in Bayern, Frau Ilse Danziger. Sie führt die Delegation aus Regensburg an. Herzlich willkommen. Außerdem hier bei uns der Vorstand der israelitischen Kultusgemeinde Amberg, Herr Rabbiner Elias Drei. Herzlich willkommen bei uns. Und sollten wir jemanden vergessen haben, tut es uns leid, aber fühlen Sie sich wirklich herzlich begrüßt. Frau Dr. Wildermuth hat es gerade schon angesprochen und uns ein paar Schicksale näher gebracht von Münchnerinnen und Münchnern. Das sind alles Geschichten, die wirklich niemanden kalt lassen und die schrecklichen Bilder aus der damaligen Zeit eben auch nicht. Da regt sich was in einen. Also in mir, ich spüre Trauer, ich spüre Mitgefühl, Entsetzen oder manchmal auch wirklich Wut. Das sind oft eben diese Bilder, die nicht perfekt inszeniert sind, die unsere Seelen berühren, gerade wenn man um deren Entstehung weiß. Die Nationalsozialisten, die haben alle Menschen zu Feinden erklärt, die eben nicht den Rassegesetzen oder der Vorstellung von einem gesunden Volkskörper entsprechen und politischen Widerstand geleistet haben. Die Opfer, die stammten aus fast allen Bevölkerungsschichten. Das NS-Regime folgte einer menschenverachtenden Ideologie. Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, Menschen mit Behinderung. Jeder, der nicht ins Weltbild passte oder sich dagegen stellte, wurde verfolgt, ausgegrenzt und ermordet. Mit einem Boykott jüdischer Geschäfte begann am 1. April 1933 die systematische Ausgrenzung der Juden. Die Nürnberger Rassegesetze entzogen ihnen den rechtsstaatlichen Schutz. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen Deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Um auch die angebliche Minderwertigkeit von Sinti und Roma zu beweisen, wurde 1936 eine eigene rassenhygienische Forschungsstelle eingerichtet.
Die NS-Ideologie betrachtete auch Armut und Obdachlosigkeit als soziales Versagen und schrieb dies minderwertigen Erbanlagen zu. Wer mehrfach verurteilt war, galt zudem nun als Berufsverbrecher und konnte selbst nach Verbüßung seiner Haftstrafe unbegrenzt eingesperrt werden. In Großstädten wie Berlin, Hamburg und München hatte sich seit Ende des Ersten Weltkriegs eine lebendige schwule und lesbische Kultur entwickelt. Den Nazis war das ein Dorn im Auge. Nach der Machtübernahme 1933 verschärften sie den Paragraphen 175, sodass bereits Küsse oder Umarmungen zwischen Männern zu Gefängnisstrafen führen konnten. Widerstand gab es kaum. Bereits nach ihrer Machtübernahme hatten die Nazis den politischen Widerstand weitgehend zerschlagen. Allein in München wurden hunderte Gewerkschafter, Sozialdemokraten und Kommunisten verhaftet und ins KZ Dachau gesperrt. Mutige Pfarrer und Laien, die weiterhin Widerstand leisteten, setzte die Gestapo unter Druck und verhaftete sie ebenfalls. Die Zeugen Jehovas, die sich geschlossen gegen den NS-Staat stellten, wurden 1933 verboten. Das Regime konfiszierte ihr Eigentum und nahm Eltern sogar ihre Kinder weg. Als volksschädlich galten auch psychisch kranke und behinderte Menschen. Mittel, durch die kranke, wertvolle Volksgenossen hätten gesunden können, wurden verwendet zur Erhaltung von Idioten. 1939 erteilte Hitler den Auftrag, unheilbar Kranken den Gnadentod zu gewähren. Die zynische Umschreibung eines Mordbefehls. Im November-Pogrom 1938 brennen in Deutschland die Synagogen. Jüdische Geschäfte werden geplündert. Wer kann, versucht sich ins Ausland zu retten. Am 20. November 1941 verließ der erste Deportationszug mit knapp 1000 jüdischen Frauen, Männern und Kindern München. Ihm werden über 30 weitere folgen. Heinrich Himmler, der Chef von Polizei und SS, befahl 1942 die Deportation aller Sinti und Roma. Allein in Auschwitz-Birkenau werden etwa 19.000 ermordet oder sterben an den Folgen von Hunger, Krankheit und Misshandlung. Um die Wirtschaft während des Zweiten Weltkrieges am Laufen zu halten, arbeiteten Millionen von Zwangsarbeitern im Deutschen Reich. 1944 ist jeder vierte Beschäftigte ein Zwangsarbeiter oder eine Zwangsarbeiterin. Unter oft unmenschlichen Bedingungen mussten sie schuften und waren den Luftangriffen meist schutzlos ausgeliefert. Erst spät wird auch ihr Leid anerkannt. Und ich begrüße jetzt bei mir ganz herzlich Dr. Andreas Häusler vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München aus der Leitung der Abteilung Public History, unser großer Partner, der uns geholfen hat, gerade was die Biografien angeht. Herr Dr. Häusler, die Personalisierung in dem Zusammenhang, die Personalisierung von Opfern, dass wir auch diese Schicksale erfahren, Schicksale dann auch recherchieren, wie wichtig ist das auch für die Erinnerungsarbeit? Ich sage bewusst Erinnerungsarbeit, weil Erinnerungskultur klingt immer so, als wenn das was Leichtes wäre. Erinnerungsarbeit ist wirklich schwere Arbeit. Geschichte wird nur dann erlebbar für uns Nachgeborene, wenn wir sie über die Lebensgeschichten und die Leidensgeschichten von Menschen vermitteln. Geschichte wird zwar auch durch Strukturen, durch Ereignisse, durch soziale Phänomene vermittelt, aber wenn wir uns den Menschen, die Geschichte gestaltet haben und die Geschichte erlitten haben, annähern, dann wird sie für uns nachvollziehbar und dann wird sie für uns sichtbar. Und ich glaube, der Königsweg für eine zukunftsfähige Erinnerungskultur, für eine lebendige Erinnerungskultur, ist Geschichte über Lebensgeschichten zu vermitteln, über die Annäherungen, Einzelschicksale.
Wir hatten ja auch schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt gesagt, wir wollen möglichst viele Opfergruppen dann auch abbilden. Wie schwierig war es dann letztlich auch, das in diesem Projekt umzusetzen? Wir haben in den letzten 20, 30 Jahren in der Stadt München, im Stadtarchiv und im Kulturreferat sehr intensiv der Verfolgungsgeschichte des Nationalsozialismus in München nachgeforscht. Und wir haben intensive biografische Recherchen erstellt, um zu verstehen, was in diesen 12 Jahren in München geschehen ist und was den Menschen angetan wurde, die in dieser Stadt an den Rand gedrängt wurden. Und aufgrund dieser Vorarbeiten konnten wir jetzt dieses Projekt, das für uns ein sehr wichtiges Projekt war, danke Herr Bönte, dass wir teilnehmen konnten, konnten wir dieses Projekt auch fachlich, inhaltlich so gut unterstützen. Vielleicht noch eine Frage. München hat ja auch eine Vorreiterrolle gespielt, was die antijüdischen Maßnahmen angeht, also für das gesamte Reich. München, es wurde ja schon gesagt, war die Hauptstadt der Bewegung und München wollte diesen fragwürdigen Ehrentitel auch Ehre machen. München wollte Modellstadt sein bei der Ausgrenzung von Juden und Jüdinnen, bei der Verfolgung von Minderheiten, bei der Beraubung von Menschen. Und München hat diesen Modellstadtanspruch auch vorbildlich umgesetzt, muss man sagen. Und deswegen ist es auch richtig, dass wir in München jetzt dieses Projekt umgesetzt haben. Und auch als ein symbolisches Zeichen, dass die Shoah natürlich in allen Städten in Deutschland stattgefunden haben, begrüße ich jetzt heute auch ganz herzlich Delegationen aus Amberg, aus Augsburg, aus Regensburg und Würzburg. Und schön, dass Sie alle da sind. Herzlich willkommen. Ja, jetzt suche ich meine Co-Moderatorin. Da bin ich, und zwar von der anderen Seite. Von der anderen Seite? Okay. Ah, wo ist sie? Da komme ich mit dazu. Aber sie ist da. Gut. Vielen Dank, Dr. Andreas Häusler, Andreas Bönte. Ja, ich freue mich jetzt auf Musik. Ganz unhöflich drehe ich Ihnen jetzt den Rücken zu. Ich freue mich jetzt wahnsinnig auf Musik von einem Ensemble des Münchner Rundfunkorchesters. Die Komposition ist von dem Italiener Nino Rota, den kennen Sie bestimmt. Er hat Filmmusik von Der Pate geschrieben und dafür sogar einen Oscar bekommen. Und viele, viele weitere Filme. Die Komposition, die wir jetzt hören, die heißt Nonetto. Und hier spielen die Mitglieder des Münchner Rundfunkorchesters uns den ersten Satz. Thank you.
an die Damen und Herren des Rundfunkorchesters. Herr Bönte, die Patinnen und Paten, die sind heute den Weg der Erinnerungen gegangen. Und zwar waren die unterwegs vom Königsplatz zum Odeonsplatz. Was hat es mit diesem Weg auf sich? Also ich sage immer, das ist so die Nazi-Tangente. Also vom Königsplatz, der Platz der großen Aufmärsche ab 35. Dort hat vorher schon die Bücherverbrennung stattgefunden. Und dann geht man entlang Richtung Karolinenplatz. Dann waren da die ganzen Parteizentralen. Dann war auf der anderen Seite war das Braune Haus, wo das NS-Doku-Zentrum ist. Viele, viele Verwaltungsgebäude. Und dann hier am Odeonsplatz, eben da, hier sieht man gerade die Bilder, und da sieht man den Königsplatz. Das waren damals die großen Nazi-Aufmärsche. Und das wollen wir damit eben auch etwas dekodieren, dass wir eben auch sagen, wir erzeugen andere Bilder als die Nazis damals erzeugt haben. Und ich glaube, das ist uns heute durchaus gelungen. Das NS-Dokumentationszentrum hat hier enorm unterstützt, richtig? Also es haben uns wirklich sehr viel unterstützt, aber das NS-Doku-Zentrum und die Miriam Zadoff ist ja da, die haben wirklich alles gegeben, sie haben uns alles gegeben, wir durften in die Archive rein, es gab Interviewpartner, wir durften heute sogar mit der Kamera oben aus dem Fenster drehen, was ja auch keine Selbstverständlichkeit ist. Also dafür vielen Dank und vor allem ist es einfach eine wahnsinnig wichtige Institution hier in München. Vielen Dank. Wir hören jetzt nochmal die Mitglieder des Münchner Rundfunkorchesters und sie spielen eine Komposition des jüdisch-tschechischen Komponisten Bohuslav Martinow. Er schrieb das Stück in den USA und es ist ein Lied von der Sehnsucht nach der Heimat. In diesem Fall war Prag gemeint, die Heimat des Komponisten, in die er nie mehr zurückkehren konnte, weil er Jude war. Thank you.
Jetzt begrüße ich ganz, ganz herzlich Verena Bentele. Sie ist Beauftragte der Bundesregierung für Menschen mit Behinderung. Ist sie nicht, sagt sie. Sie will mich korrigieren. Okay, ja, will sie eigentlich schon gerne. Ich gehe mal mit Ihnen mit. So. Und jetzt erzähle ich, wer ich bin. Hallo, ich bin die Präsidentin des VdK Deutschland und des VdK Bayern. Die Behindertenbeauftragte der Bundesregierung war ich aber auch mal. Alles gut. So ist es. Okay, vielen Dank für die Korrektur. Auch dafür sind wir immer und jederzeit offen. Mehrfache Goldmedaillengewinnerin bei den Paralympics, das stimmt aber weiterhin noch. Die Medaille nimmt Ihnen niemand weg. Und ihr ist es ein besonderes Anliegen, an die Verbrechen der Nationalsozialisten an Menschen mit Behinderung zu erinnern. Frau Bentele, die Verbrechen der Euthanasiemorde der Nazis waren schrecklich. Warum ist es denn hier besonders schwer, die Erinnerung wachzuhalten? Also es war in Berlin die sogenannte Tiergartenstraße 4, in der diese schrecklichen Morde geplant wurden an Menschen mit Behinderungen, Menschen mit chronischen Erkrankungen. Und es wurde oft im Verborgenen gemacht. Die Menschen wurden zwangssterilisiert, wurden ermordet, wurden ganz still, heimlich und leise aus ihren Familien entfernt. Die Frau, für die ich heute Patin stehen darf, die ist eine Dame, die in Mecklenburg-Vorpommern geboren wurde. Und Hedwig Wilhelmi war eine promovierte Zoologin, eine Frau, die in den USA gearbeitet hat, eine ganz tolle Frau, die dann eine psychische Erkrankung bekommen hat, was ganz vielen Menschen heute ja auch immer noch, bei vielen Menschen auch so ist, dass sie mitten im Leben einfach eine Krise haben. Und das war für diese Frau damals dann das Ende und der Grund, warum sie ermordet wurde auf schreckliche Art und Weise. Und das Schlimme ist eben wirklich, dass an diese Menschen oft nicht so gedacht wird, weil deren Schicksal für viele so weit weg zu sein scheint. Und dann haben wir heute Rechtsextremisten und Populisten, die heute teilweise in unseren Parlamenten sitzen und wieder gegen Menschen mit Behinderung sprechen, die sie nicht einbeziehen, sondern ausgrenzen wollen. Und deswegen müssen wir hier heute wachrufen und wachrütteln und das als klares Zeichen nach außen geben. Vielen Dank, da schließt sich direkt meine nächste Frage an. Was hat denn Demokratie mit Behinderung zu tun, beziehungsweise andersrum, warum ist die Inklusion für eine Demokratie so wichtig? Also als Sozialverband VdK vertreten wir hier in Bayern über 800.000 Menschen, davon viele Menschen auch mit Behinderungen. Und wir haben in unserem Verband was ganz Besonderes, ein ganz aktives Ehrenamt, viele Menschen, die sich einbringen. Und Inklusion und Teilhabe heißt genau das, dass sich alle Menschen einbringen können und diese Gesellschaft mitgestalten. Und das gilt für Menschen mit Behinderung, aber auch für Menschen, die neu hierher gezogen sind aus anderen Ländern, für Menschen, die ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben. Wir alle sind diese Gesellschaft. Und was wir früher hatten, ist eine Gesellschaft, die für einige wenige gemacht wurde, für Menschen, die leistungsfähig sind, für Menschen, die ihre Meinung laut und deutlich sagen können und mit den Ellbogen sich ihr Recht erkämpfen. Und genau das wollen wir als Gesellschaft nicht. Wir wollen Toleranz und Respekt. Wir wollen für Menschen da sein, die ihre Rechte bekommen, auch wenn sie nicht laut genug danach schreien, auch wenn sie vielleicht eine sogenannte Lernschwierigkeit haben und einfache Sprache brauchen, dann ist nicht die Welt das Problem, sondern nicht die Menschen sind das Problem, sondern wenn alles zu kompliziert ist für sie. Und wir haben die Notwendigkeit, ihnen das zu übersetzen, wie wir es heute mit Gebärdensprache heute hier sehen, wie wir es mit leichter Sprache sehen, wenn Wahlprogramme in leichte Sprache übersetzt werden, dass Menschen wirklich auch selbst Politik und Gesellschaft gestalten können. Vielen, vielen Dank, Frau Bentele. Herzlichen Dank. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, eine beeindruckende Frau begrüßen zu dürfen. Als ich sie das erste Mal erlebt habe, war ich zu Gast in der jüdischen Hauptsynagoge Ohel Jakob in München.
Charlotte Knobloch hat da ihre Geschichte erzählt und ich hing an ihren Lippen, wie sie erzählt hat, wie sie als kleines Mädchen die Schrecken der NS-Zeit versteckt in Mittelfranken überlebt hat. Bei der ehemaligen Hausangestellten ihres Onkels. Und die wiederum hat in ihrem Dorf erzählt, dass Charlotte ihr uneheliches Kind sei. Nur so überlebte Charlotte Knobloch den Holocaust. Heute ist sie Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in München. Dr. Charlotte Knobloch, es ist uns eine Ehre, dass Sie uns von Anfang an unterstützt haben und so tatkräftig hier dabei sind. Dankeschön. Sehr verehrter lieber Andreas Bönte, geehrtes Team Bönte, liebe Patinnen und Paten, verehrte Frau Staatsministerin Aigner, lieber Herr Oberbürgermeister Reiter, vielen Dank, liebe Frau Wildermuth. Ich wünschte, ihr könntet sehen, was ich sehe. Der Platz ist voll. Das ist großartig. Das ist beeindruckend. Das macht Mut. Ich sage Danke an jeden Einzelnen von Ihnen und euch. Es ist ein fantastisches Zeichen, dass so viele Menschen die Geschichte nicht vergessen. Dass sie sich die Mühe machen, die Gesichter und Namen der Opfer von damals wieder unübersehbar auf die Plätze dieser Stadt zu tragen. Das macht Mut und erfordert auch Mut. Gerade heute, in einer Zeit, in der einige das Vergessen zum politischen Programm erhoben haben und die Grundlagen der Demokratie und der Freiheit vergessen machen wollen. Ich habe in meiner Jugend ein Land erlebt, in dem Wegschauen und nicht wissen wollen das A und O des gesellschaftlichen Umgangs waren. Ich weiß, der Zivilisationsbruch des Holocaust kam nicht zustande, weil die Nationalsozialisten plötzlich die Mehrheit in Deutschland stellten, sondern weil die Mehrheit in Deutschland die Nationalsozialisten gewähren ließ. Aus Feigheit, aus Desinteresse oder aus Opportunismus. Die Schuld traf damals alle. Heute, da nur noch wenige am Leben sind, die sich an diese Schrecken erinnern, gibt es fast keine Schuld mehr, aber dafür umso mehr Verantwortung. Verantwortung auch für das jüdische Leben, das stärker unter Beschuss steht als je zuvor nach 1949. Leider auch im Wortsinne. In Deutschland, in Israel, in aller Welt. Ich sage das als Überlebende, aber auch als Präsidentin einer Gemeinde, deren Sicherheitsmaßnahmen immer mehr überhand nehmen, gezwungenermaßen. Wenn es nach uns ginge, würden die Türen unserer Synagogen immer offen stehen. Aber es geht nicht nach uns. Wie viel Sicherheit wir unseren Mitgliedern bieten müssen, bestimmen leider die, die uns bedrohen. Und sie werden immer mehr, immer aggressiver. Die Gefahr für die jüdische Gemeinschaft und viele andere Minderheiten wächst täglich. Ich kann nur für mich sprechen, wenn ich wiederhole, was ich 2006 bei der Eröffnung unserer Hauptsynagoge gesagt habe, dass meine Koffer hier in München ausgepackt sind und ausgepackt bleiben.
Dankeschön. Für alle anderen, ganz besonders für die Jüngeren, kann ich so etwas nicht sagen. Welche Entscheidungen Sie treffen, hängt auch davon ab, wie viel Rücksicht und Rückhalt Sie von Ihrer Umgebung erfahren. Es ist, Stand heute, zu wenig. Jüdische Menschen leben in diesem Land nicht, weil wir glauben, dass der Judenhass irgendwann verschwindet. So naiv sind wir nicht. Wir leben hier, weil wir glauben, dass die Menschen in München, in Bayern, in Deutschland und weil wir es auch zum Teil wissen, an unserer Seite stehen. Nur weil wir die Hoffnung hatten, und das kann ich von mir auch sagen, dass wir nicht allein sind, konnten wir wieder hier leben. Wir haben es getan und mit Freude. Aber, verehrte Anwesende, die Hoffnung kann auch schwinden. Wenn das jüdische Leben eine Zukunft haben soll, dann nur in einer Gesellschaft, die ihre Vergangenheit kennt. Nicht, um sich selbst zu kasteien, wie die Brandstifter von der AfD behaupten, sondern um sich zu immunisieren gegen die Wiedergänger der Geschichte. Ihnen müssen wir die Grenzen aufzeigen. Heute hier und an den Wahlurnen im Juni. Das ist mein innigster Wunsch. Deshalb brauchen wir eine Rückkehr der Gesichter, eine Rückkehr der Namen. Deshalb ist diese Veranstaltung so außergewöhnlich und deshalb bin ich Andreas Bönde und Ihnen und euch so dankbar. Lasst die Flamme nicht verlöschen, die heute hier entzündet wird. Tragt die Namen nicht nur in den Händen, tragt sie in den Herzen. Vielen Dank für dieses großartige Zeichen. Vielen Dank für dieses großartige Zeichen und vielen Dank für alle Ihre und eure Mühen und dass ihr alle da seid. Vielen Dank und bleibt gesund. Vielen Dank, Frau Dr. Charlotte Knobloch, und den Wunsch geben wir sehr, sehr gerne an Sie zurück. Seine Meinung ist uns wichtig. Seine Meinung hat Gewicht. Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, kommt gleich hier zu uns. Und weil ich schon wieder mit dem Rücken zu Ihnen stehe, nutze ich die Gelegenheit und begrüße mal ganz, ganz herzlich alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die zu Hause streamen, die vom Fernseher zuschauen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Dr. Josef Schuster ist zugleich Vizepräsident des World Jewish Congress und des European Jewish Congress. Mit Schreien und Aggressivität kommt man nicht weiter, sagt er. Ich bewundere ihn, denn mit ruhigem Ton gelingt es ihm besser, mit den eigenen Argumenten zu überzeugen. Vor wenigen Tagen ist er 70 Jahre alt geworden und wir gratulieren ganz herzlich. Herzlich willkommen bei uns, Dr. Josef Schuster. Sehr geehrte Frau Intendantin, lieber Herr Bönte, verehrte Patinnen und Paten, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich mit einem Zitat beginnen. In allen errichte ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal. Ich gebe Ihnen einen Namen, der mehr wert ist als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen gebe ich Ihnen, der niemals getilgt wird. Dieses Gebot aus dem Buch Jesaja, Kapitel 56, verstehen wir Juden als Grundanker unseres Glaubens, unserer traditionellen Überzeugung über das Leben und den Tod. Die Shoah,
ist die große Dunkelheit unserer Erinnerung. Sie ist nicht überschattet vom Tod, sondern sie ist der Tod selbst. Nur 3,2 Millionen der 6 Millionen Opfer der Shoah sind dabei überhaupt namentlich bekannt. Diese Namen tragen also mehr als die Bürde der eigenen Erinnerung, sondern sie tragen der Bürde der Erinnerung und des Gedenkens an die Shoah überhaupt. Damit sie an der Last dieser Bürde nicht zerbrechen, braucht es Initiativen, gerade wie dieses Projekt Rückkehr der Namen. Es braucht Tage wie heute und vor allem Empathie der gesamten Gesellschaft. Wir Juden, wir wissen, woran wir uns erinnern. Wir werden das niemals vergessen. Aber es kommt darauf an, wie die Gesamtgesellschaft mit dem Geschehenen umgeht. In Deutschland herrscht hierfür eine besondere Verantwortung. Wie wir erinnern und wie wir gedenken, bestimmt auch unser Handeln im Hier und Jetzt. Jüdinnen und Juden sind in Deutschland nicht erst seit dem 7. Oktober, aber vermehrt seit dem 7. Oktober einem massiven Antisemitismus ausgesetzt, der von der Gesamtgesellschaft kaum wahrgenommen wird. In unserer Gesellschaft ist eine Empathielosigkeit mit Betroffenen von Antisemitismus verbreitet, die meist daran liegt, dass gerade junge Menschen Antisemitismus häufig nur in Geschichtsbüchern verorten. Dabei ist er heute leider real. Erinnern ist nicht statisch, es darf nicht zum Wegschließen und Ausblenden von Erfahrungen führen. Für die Bundesrepublik so konstitutive Erinnerungskultur und Erinnerungsarbeit droht in einem Deutungskampf der Extreme aufgerieben zu werden. Während in den linken Milieus die Singularität der Shoah bestritten wird, haben wir uns ja an die Relativierung von rechtsextremer Seite ja fast schon als traurige Gewissheit gewöhnt. Dass mit der AfD, eine Partei, die dieses Denken bis weit in die Mitte der Gesellschaft bringen will, in einzelnen Bundesländern die Wahlumfragen anführt, erhöht aber auch an dieser Seite die bedauerliche Intensität. Vor allem die Rechtspopulisten und Rechtsextremen sind eine Gefahr für unsere lebendige Erinnerungskultur. Sie streben nach politischer Macht. Es braucht daher ein Aufbegehren der Mitte unserer Gesellschaft sowie eine intellektuelle und praktische Auseinandersetzung, wie wir das Erinnern und Gedenken an die Shoah in Deutschland in eine neue Zeit bringen können. Eine Zeit ohne Zeitzeugen, eine Zeit mit digitalen Möglichkeiten und Grenzen. Ich sehe heute hier in München, gerade hier an diesem Odeonsplatz, das Aufbegehren der Mitte. Und auch dieser Ort sendet eine Botschaft gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben in Deutschland. Der Weg der Erinnerung vom Königsplatz hier zum Odeonsplatz ging durch das ehemalige NSDAP-Viertel mit dem braunen Haus im Mittelpunkt. Die Symbolkraft könnte nicht stärker sein. In München von heute ist nicht mehr die selbsternannte Hauptstadt der Bewegung. Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, Sie haben es bereits gesagt. Das München von heute ist in meinen Augen die Hauptstadt der Toleranz und Offenheit. Gerade aus diesem Grunde. Aus diesem Grunde danke ich den Organisatoren für dieses so eindeutig und klare Zeichen. Und Ihnen allen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Sie als Paten mitgewirkt haben, für diese Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank, Dr. Josef Schuster. Unser nächster Gast ist Sohn von Holocaust-Überlebenden. Seit den 70er Jahren kämpft er für eine gleichberechtigte Zukunft für seine Minderheit, für die Sinti und Roma. Er war beim Hungerstreik 1980 in der KZ-Gedenkstätte in Dachau dabei. Und die Streikenden wollten endlich die offizielle Anerkennung des NS-Völkermords an den Sinti und Roma. Die Aktion hatte Erfolg. 1982 wird der Genozid an der Minderheit offiziell anerkannt. Und trotzdem ist der Antiziganismus leider immer noch ein großes Problem in unserer Gesellschaft. Romani Rose ist heute Vorsitzender des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma. Romani Rose, ich begrüße Sie ganz herzlich. Meine
sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte mich zunächst beim Bayerischen Rundfunk, bei Ihnen, Frau Intendantin, bedanken für die Einladung, aber ganz besonders danken möchte ich Ihnen für Ihre Unterstützung von Herrn Böhnte, dem ich meinen großen Dank, meinen Respekt und meine Achtung ausdrücken will. Wir, die Nachkommen von Holocaust-Opfern, denken oft darüber nach, dass wir keine Zeitzeugen mehr haben. Hier haben wir Menschen gesehen mit ihren Biografien, die keine Zahlen waren, sondern Menschen aus unserer Mitte heraus, die hier gelebt haben. Und dass Herr Böhnte diese Initiative ergriffen hat, dafür hat er für das Gedenken und für die Zukunft unserer Demokratie sehr viel getan. Natürlich gilt mein Dank auch seinem Team. Die Erinnerung an die Namen derer, die von den Nazis aus München und nach Auschwitz oder in andere Vernichtungslager deportiert wurden, vermittelt uns, dass hinter jedem der im Holocaust ermordeten 500.000 Sinti und Roma und 6 Millionen Juden individuelle Schicksale stehen. Indem wir die Namen der Verfolgten, Deportierten und Ermordeten in ihrer Heimatstadt München ins Gedächtnis rufen, entreißen wir sie der Anonymität dieses unvorstellbaren Verbrechens. Diese Menschen waren Deutsche, Bayern, Münchner, Münchnerinnen und Münchner. Sie waren in ihrer Nachbarschaft, in den Vereinen, in den Freundeskreisen integriert und sie wurden aus dieser Selbstverständlichkeit ausgegrenzt. Nur weil sie Juden oder Sinti und Roma waren, weil sie behindert oder krank waren, weil sie eine andere politische oder religiöse Überzeugung vertraten, weil sie sich zu ihrer Homosexualität bekannten oder weil sie Widerstand gegen den NS-Terror leisteten. Die Erinnerung an dieses unvorstellbare Verbrechen ist keine Schuldübertragung auf heutige und kommende Generation. Aber die Ermordung des Holocaust, die Ermordeten des Holocaust haben uns ein Vermächtnis hinterlassen, dass wir uns an sie erinnern und damit Verantwortung übernehmen für Demokratie und Rechtsstaat. Der Holocaust an 500.000 Sinti und Roma im NS-besetzten Europa wurde in unserem Land jahrzehntelang ignoriert, geleugnet und verdrängt. Erst die Arbeit des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma hat dazu geführt, dass die Bundesregierung 1982 durch Kanzler Helmut Schmidt auch dieses Menschheitsverbrechen anerkannt hat. Dieses Versäumnis war die Grundlage für ein fortgesetztes Unrecht von Diskriminierung, von Antiziganismus, einer besonderen Form des Rassismus, trotz unserer 600-jährigen Geschichte als Deutsche. Noch heute werden Sinti und Roma mit ihrer Abstammung ausgegrenzt und kriminalisiert. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier benannte im Oktober 2022 mit klaren Worten das Unrecht nach 1945 als zweite Verfolgung. Und ich darf ihn, meine sehr geehrten Damen und Herren, zitieren. Behörden, Polizei und Justiz diskriminierten, stigmatisierten oder kriminalisierten Angehörige der Minderheit in Wissenschaft, Politik und Öffentlichkeit wurde der Völkermord an Sinti und Roma verschwiegen, verleugnet oder verdrängt. Auch für dieses zweite Leid, das den Sinti und Roma in der Nachkriegszeit angetan wurde, will ich heute im Namen unseres Landes um Vergebung bitten. Zitat Ende. Es war ein langer Weg, den der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma gehen musste, damit die Bundesrepublik heute
mit ihrer Politik für viele Länder in Europa, ich denke da an Osteuropa, wo es eine Form der Apartheid gegenüber unserer Minderheit gibt, im Umgang mit unserer Minderheit heute Vorbild ist. Mit der Einrichtung der Melde- und Informationsstelle Antiziganismus im Jahre 2022 hat die Politik eine langjährige Forderung des Zentralrats aufgegriffen und eine Institution geschaffen, die antiziganistische Vorfälle flächendeckend dokumentiert. Der erste Jahresbericht, der im September 2023 vorgestellt wurde, hat 621 antiziganistische Straftaten und Übergriffe festgestellt, die alle Lebensbereiche betreffen, bis hin zur extremen Gewalt. Die Dunkelziffer ist weit höher. Es ist die Aufgabe der Politik und der gesamten Bürokratie, aufgrund solcher Zahlen sichtbare Zeichen zur Ächtung des Antiziganismus zu setzen. Sinti und Roma mit ihrer 600-jährigen deutschen Geschichte dürfen nicht länger als gleichberechtigte Staatsbürger ausgegrenzt werden. Indem die Staatsbürgerschaft immer noch durch die Abstammung ersetzt wird, werden Sinti und Roma ausgegrenzt und stigmatisiert. Denn Minderheiten haben keine Sonderrechten, sondern nur die gleichen Rechte wie alle anderen Menschen in Deutschland auch. In einer Zeit, in der Rechtsextremisten und Nationalisten wieder von einer Renaissance eines völkischen Staates und der Deportation von Millionen Menschen, auch mit deutschem Pass, träumen, sind nicht nur die Rechte und die Sicherheit von Minderheiten in Gefahr, sondern unsere Demokratie und unser Rechtsstaat. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie alle wären dann davon betroffen. Mit unserem inneren Frieden und mit unserem Wohlstand wäre es vorbei. Und ich sage Ihnen von dieser Stelle, die Nationalsozialisten haben Europa in den Abgrund gerissen. Das haben viele in Europa nicht vergessen. Wenn Leute an die Macht kämen, die diese Ideologie wieder im Kopf haben, dann wird es um unsere Industrie schlecht bestellt sein, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Franzosen, ja, Spanier, Rumänen, Bulgarien oder sonst irgendwo einen deutschen Mercedes, einen deutschen VW oder was anderes kaufen würden. Daran sollten Sie alle denken. Es ist ein wichtiges Zeichen, dass gegen diese Feinde der Demokratie mehr als 1 Million Menschen auf die Straße gegangen sind. Und es ist ein wichtiges Zeichen, dass Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, heute Abend hier sind, zum Odeonsplatz gekommen sind, um an die Menschen aus München zu erinnern, die von den Nazis ausgegrenzt und ermordet wurden. Haben Sie vielen Dank. Vielen Dank, Romani Rose. Gleich hören wir ein besonderes Lied. Singen die Damen des Chors des Bayerischen Rundfunks. Und das Lied heißt Singen und geschrieben und es wird dirigiert von Rupert Huber. Und darin, Herr Huber, da steckt das Lied Moorsoldaten mit 3 Strophen. Das haben Zwangsarbeiter im Konzentrationslager Bürgermoor gesungen und geschrieben. Das Lied ging um die Welt und außerdem in dem Stück die Gedichte Singen und das Gedicht So von der deutsch-jüdischen Rose Ausländer. Welche Macht hat das Singen eigentlich? Beim Singen kann es passieren, dass man sich unvermutet in einer anderen Welt, in einer Gegenwelt wiederfindet und daraus unglaublich starke, intensive, heftige Eindrücke mitnimmt, die sich dann in den Alltag, in den nüchternen Alltag einfügen lassen. Das heißt, das Singen verändert dann unser Leben.
diese Eindrücke des Singens wollen wir überhaupt nicht aufgeben. Sie sind für uns lebenswichtig. Ja? Es gibt aber totalitäre Systeme, denen das gar nicht recht ist. Denn wenn da Leute rumlaufen, die ganz individuell und unkontrolliert Gegenweltentwürfe mit sich herumtragen, dann könnte das gefährlich werden und sehr unbequem. Ja? Regime unternehmen also eine ganze Menge, um das zu unterbinden, den Gesang zu kontrollieren, die Art der Komposition zu regulieren oder den Gesang gar zu verbieten. Ja? Es reicht in manchen Ländern sogar so weit, dass die Lehrpläne davon betroffen sind. Und darum singen wir jetzt, oder? Und darum singen wir jetzt. Schauen Sie, der Gesang der Moorsoldaten, das Lied von den Moorsoldaten, ist ja ohne den Text bereits ein gelebter Aufruhr. Das Singen ist immer auch ein politisches Statement. Es hat eine implizite Widerständigkeit. Ja? Und in dem Sinne verwende ich das Gedicht der großen Lyrikerin Rose Ausländer, wo es heißt, wir müssen wach sein, unsere Stimme wach halten, um singen zu können. Die Musik fängt jetzt ziemlich leise an. Jetzt hören wir den Chor des Bayerischen Rundfunks mit dem Lied Singen. Danke, Rupert Huber. Singen? Den Freudensang eines Traumes, den Trauersang unserer Zeit. Das Helle, du bist ein Fünkchen Licht. Das Finstere, Gedröhn und Gerassel der Maschinen. Wir müssen wach sein. Wir müssen unsere Stimme wach halten, um singen zu können. Ein ruhiger, atmender Morgen. München, Mitte der 20er Jahre. Nach dem brutalen und leidvollen Ersten Weltkrieg herrscht Aufbruchsstimmung. Für die meisten Münchner eine Zeit voller Hoffnung auf ein Leben in Frieden.
auch für Benno Neuburger. Nach den Schicksalsschlägen der letzten Jahre hofft der Kaufmann auf einen Neuanfang. Er lebt zusammen mit seiner Frau und zwei Kindern mitten in München. Die jüdische Familie leidet unter den verschlechterten Lebensbedingungen seit der Machtübernahme Hitlers. Die Bedrohungen durch das Aufkommen der NS-Regime werden spürbar. Tochter Johanna und Sohn Fritz wandern in die USA aus, kurz vor der sogenannten Reichskristallnacht. In dieser Nacht wird auch Benno Neuburger in das KZ Dachau verschleppt. Die Nationalsozialisten zwingen den Grundstücksmakler zur Aufgabe seiner Firma. Nur so kommt er kurz darauf wieder frei. Neuburger durchschaut den grausamen Plan der Nazis und beschließt zu handeln. Er bringt seinen Hass auf Hitler zu Papier und schreibt anonyme Postkarten. Um auf die aussichtslose Situation hinzuweisen, verteilt er die Warnungen in seiner Nachbarschaft. Doch die Gestapo kommt ihm auf die Schliche und verhaftet ihn. Wegen Vorbereitung zum Hochverrat verurteilte der Volksgerichtshof Benno Neuburger zum Tode. Er wurde am 18. September 1942 hingerichtet. Sie haben gerade Benno Neuburger kennengelernt. Er ist einer von 1000 Menschen, an die wir heute erinnern. Und extra aus den USA, aus San Francisco angereist, ist sein Enkel Bruce Neuburger. Er ist 76 Jahre alt und ist heute Pate natürlich für seinen Opa. Er stand im nördlichen Haidhausen in der Nähe vom Prinzregentenplatz mit dem Schild von Benno Neuburger in der Hand. Dort in der Trögerstraße, in der Trogerstraße 44 hat sein Opa zuletzt gelebt. Herzlich willkommen, a very warm welcome. It's an honor to have you here today. Thank you so much. Ich versuche immer parallel zu übersetzen. Have you been to Germany before? Do you still have relatives here? Haben Sie noch Verwandte hier? Waren Sie schon mal in Deutschland? No, I don't have any more relatives here, no. Not in Germany. But I've been here before. Yeah, I've been here to Munich. It's a beautiful city. I love this city. And I love the people that I've met here. Also er war schon mal hier in München, aber Verwandte sind nicht mehr übrig geblieben. What does it mean to you and your family that we remember and tell the story of your granddad today? Was bedeutet es für Sie und Ihre Familie, dass wir heute an Benno Neuburger erinnern und seine Geschichte erzählen? Well, it means a lot to our family, and I have family here that's here because of this. We're very emotional about this. We're very moved by the fact that so many people have taken up, not just my family, but have taken up the history and want to, not that this kind of thing is not going to happen again. Die Familie ist sehr bewegt und sehr ja, froh und glücklich auch, dass sie hier sein dürfen und dass an den Großvater erinnert wird und sind sehr stolz, dass sowas hier in Deutschland, hier bei uns stattfindet. Which impressions have stuck with you the most today? So welche Erinnerungen sind Ihnen von dem heutigen Tag in Erinnerung geblieben? Well, I have to say that it was very emotional, the march here. And talking to other people, people who are representing people who are not necessarily in their own family, but people that they are standing up for, because we never want this kind of thing to happen again. And not only to us, not only to the communities here, but to anywhere in the world. We want to stop this fascism that's going on in the world, here in Germany and in the United States as well. We want to stand together as human beings and defend all human beings from all forms of oppression and injustice. Thank you very much, Bruce Neuburger. Extra angereist aus San Francisco. Alles Gute. Thank you so much.
Also es hat ihn wirklich sehr bewegt, auch die Gespräche mit den Menschen, die neben ihm gelaufen sind, mit denen er ins Gespräch gekommen ist. Und sein großes Anliegen ist es, dass dieser Faschismus, dass das einfach nie, nie wieder passiert. Ja, und jetzt geht's weiter mit einer Schülergruppe. Ich freue mich, dass so viele junge Menschen da sind, so viele Schülerinnen und Schüler mit viel Interesse an unserer Geschichte, die teilweise selbst Patenschaften übernommen haben. Ihr seid jetzt die Generation, die die Erinnerung wachhalten muss, die kreative Wege gehen muss, um gegen das Vergessen vorzugehen. So kreativ eben, wie uns jetzt die Schülerinnen und Schüler des Gisela-Gymnasiums in München zeigen, von der 12. Klasse. Die stehen kurz vorm Abitur und ich finde, das verdient einen ganz besonderen Applaus. Schön, dass ihr da seid. Die Deportation der Sinti und Roma ist für uns Schüler ein Verbrechen aus einer anderen Zeit. Ja, es ist für uns sehr spannend, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil wir in eine Welt blicken, die der unseren eigentlich so fern scheint. Wir und wahrscheinlich die meisten hier können sich die alltäglichen Qualen in den Konzentrationslagern kaum vorstellen. Die Morde und die Missbräuche, aber auch der Mut, der Überlebenswille und der Widerstand der Sinti und Roma. Das ist für uns Vergangenheit. Aber ab wann beginnt etwas Vergangenheit zu sein, haben wir uns gefragt. Wir leben in einer Zeit, in der Sinti und Roma immer noch mit Anfeindung und Ausgrenzung zu kämpfen haben. Auch nach über 80 Jahren müssen wir immer noch aus den Fehlern von damals lernen. Adolf Wirth, Mitarbeiter der Rassenhygienischen Forschungsstelle, auf einer Tagung der Deutschen Gesellschaft für Rassenforschung 1937. Die rassenbiologische Zigeunerforschung ist die unbedingte Voraussetzung für eine endgültige Lösung der Zigeunerfrage. Diese Lösung dient dem großen Ziel, das Blut des deutschen Volkes vor dem Eindringen fremdrassigen Erbgutes zu schützen und zu verhindern, dass die weit verbreitete und gefährliche Mischlingspopulation sich immer stärker vermehrt. Mit unseren Nachbarn lebten wir friedlich zusammen. Niemand hat uns diskriminiert. Alle waren freundlich zu uns. Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, so muss ich sagen, dass sie die schönste meines Lebens war. Elisabeth Schneck-Gutenberger über ihr Leben vor der Deportation. Schnellbrief des Reichssicherheitshauptamtes betrifft Zigeunererfassung. 17. Oktober 1939. Die Ortspolizeibehörden und Gendarmerie sind umgehend anzuweisen, sämtlichen in ihrem Bereich befindlichen Zigeunern und Zigeunermischlingen die Auflage zu erteilen, von sofort ab bis auf Weiteres, ihren Wohnsitz oder jetzigen Aufenthaltsort nicht zu verlassen. Für den Nichtbefolgungsfall ist Einweisung in Konzentrationslager anzudrohen und erforderlichenfalls durchzuführen. Unser Block Ältester hat uns gesagt, dass wir vergast werden würden. Alle, die es konnten, haben sich daraufhin bewaffnet. Die SS hat das offenbar bemerkt und so die ursprünglich geplante Vernichtungsaktion aufgegeben. Interview mit Willi Ernst, Sammlung des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma. Mitteilung des KZ Ravensbrück an Helene Rose, März 1944. Frau Helene Rose, auf Ihr Schreiben vom 9. des Monats teilen wir Ihnen mit, dass wir die Urne Ihrer Schwester heute an die Verwaltung des Nordfriedhofes in München 23, Ungerer Straße 130, übersandt haben. Und ich habe dann die Leichenkammern gesehen, die anschließend hinten bei dem Block war. Und dort war ein Berg von Leichen, Kinderleichen, und dazwischen waren die Ratten. Hermann Langbein, politisch Verfolgter und Auschwitz-Überlebender, über das Zigeunerlager. Schreiben des Reichskriminalpolizeiamtes, 11. Februar 1941. Schließlich ist als nachgewiesen anzusehen, dass Zigeuner und Zigeunermischlinge eine gewisse Scheu vor körperlicher Arbeit haben und, solange sie ihren Lebensaufenthalt anderweitig fristen können,
niemals in ein festes Arbeitsverhältnis eintreten werden. Sie neigen, wie die Erfahrung zeigt, zur Kriminalität, insbesondere zu Diebstählen und Betrügereien. Es fehlen ihnen vielfach die sittlichen Antriebe der Achtung vor fremdem Eigentum, weil ihnen, wie primitiven Urmenschen, ein ungehemmter Okkupationstrieb eigen ist. Kommt vom Bundesgerichtshof 1953, der den Poraimos erst ab 1942 anerkennt, obwohl die Massenmorde schon 1939 begonnen. Ich hätte Probleme, wenn die in meiner Nähe wären. Sinti und Roma sollten aus Innenstädten verbannt werden. Die haben eine hohe Kriminalitätsrate, sagen jeweils 56, 49 und 60% aller befragten Bürger einer Studie der Universität Leipzig. Geld für die Oma statt für Sinti und Roma ist ein allbekannter Wahlspruch der NPD. Die ersten publizierten Bücher von Sinti und Roma kamen in Deutschland in den 80er Jahren raus. Jeder zweite Zeitungsartikel über Sinti und Roma ist diskriminierend. 2022 zählten die Behörden bundesweit die höchste Zahl an Straftaten gegen Sinti und Roma seit Beginn der Erfassung. Philomfeiner Franz, zwischen Liebe und Hass. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass dieses kleine Buch dazu beiträgt, die Wiederholung von Geschehnissen zu verhindern, die man bei uns in Deutschland Vergangenheit nennt. Die Wahrheit ist schmerzlich, aber nur mit ihr können wir unser Glück aufbauen. Ich kann nicht verhindern, dass durch das, was ich in einfachen Worten niedergeschrieben habe, alte Wunden aufgerissen werden. Vergessen kann ich auch nicht. Aber all dies, was in diesem Buch steht, habe ich unter dem Gebot der christlichen Liebe geschrieben. Die Liebe ist Vollkommenheit. Sie gibt uns Freude. Sie ist Weisheit und Wahrheit, denn sie kommt von Gottes Güte und Gerechtigkeit. Liebe fordert immer wieder zum Verzeihen heraus. Wenn wir die Liebe nicht haben, zerstört die Menschheit sich selbst, sind wir Menschen verloren. Wenn wir die Liebe nicht haben, geben wir die Gottheit in uns auf, die Unsterblichkeit und die Tugend. Ich selber bin durch die Hölle der Unmenschlichkeit gegangen, durch die Schreckenslager der nationalsozialistischen Systems. Die meisten von uns haben nicht überlebt. Wir Überlebenden sind gezeichnet. Aber eines hat mich mein Leben gelehrt. Wenn wir hassen, verlieren wir. Wenn wir lieben, werden wir reich. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir gehen in den Endspurt. Wir haben noch ein paar sehr, sehr interessante Gäste. Die zwei Schülerinnen und Schüler sind schon da. Genau. So. Ich begrüße jetzt bei uns, kommen Sie ruhig ran. Ich begrüße jetzt bei uns ganz, ganz herzlich die beiden Zeitzeugen Eva Umlauf und Ernst Grube. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielleicht schnell ein paar Worte. Ernst Grube, er litt in seiner Heimatstadt München als Kind schlimmste Ausgrenzung, nur weil er Jude ist. Er überlebte Theresienstadt, viele seiner Verwandten wurden ermordet und nach dem Krieg wurde er weiter verfolgt, weil er Kommunist war. Heute ist er Präsident der Lagergemeinschaft Dachau und Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung Bayerische Gedenkstätten. Herr Grube, schön, dass Sie da sind. Ich begrüße Eva Umlauf. Sie wurde geboren in einem Arbeitslager, und zwar in Nawaki. Das ist quasi die Vorhölle von Auschwitz. Dorthin wurde sie zusammen, nämlich nach Auschwitz, mit ihrer Mutter transportiert. Aber wenige Tage, bevor sie von den Nationalsozialisten ermordet worden wäre, wurde sie von der Roten Armee befreit. Ihr Vater kam im KZ Melch ums Leben. Schön, dass Sie da sind, Frau Umlauf. Die anderen Gäste stelle ich nachher vor. Genau. Vielleicht die Frage an Sie, Frau Umlauf, wie wichtig ist es Ihnen auch, das, was Sie erlebt haben, gerade der jungen Generation weiterzugeben? Ich kann das auch. Ja, danke. Journalisten geben so ungern das Mikrofon ab. Sie kriegen es zurück. Okay. Ja, auf jeden Fall. Wie wichtig ist mir das? Das ist mir sehr wichtig,
weil die junge Generation, das ist die Zukunft, und die junge Generation wird bei der nächsten Wahl vielleicht schon bei der Urne stehen. Und deswegen ist mir sehr wichtig, dass sie die Geschichte kennen, dass sie wissen, was wir erlebt und überlebt haben, und dass sie sich bewusst sind, welche demokratische Partei sie wählen bei der nächsten Wahl. Herr Grube, wenn Sie Ihre Vorträge halten, und Sie machen das immer noch unermüdlich, was ist so, sind so zentrale Fragen, die Ihnen gestellt werden? Herr Bende, ich will erst zu dem Blatt hier etwas sagen. 1947, an dieses Jahrgang denke ich zurück. Ich denke zurück an eine Gedenkveranstaltung, die hier vor der Feldernhalle stattgefunden hat, für eine Widerstandsgruppe der Kommunisten, ja, für Olszewski, für Otto Binder, für Kineder. Und ich meine, dass ich, wenn ich hier heute stehe, ja, für diese Menschen und für ihre Vorstellung und für das, für was sie gekämpft haben, stehe, und dass ich in meiner Tätigkeit nun daran doch immer wieder anknüpfe. Und da sind nun dann auch die Fragen in den Schulen, denen ich oft gegenüberstehe, ja, und die wenig wissen über den brutalen Terror, der auch hier in dieser Stadt stattgefunden hat. In dieser Stadt war Stadelheim ein, ja, ein Ort, in dem Widerstandskämpfer, in dem Menschen, die durch die Gerichte, die es damals nun gab, verurteilt wurden und umgebracht wurden. Und ja, Sie wollen wissen, und ich diskutiere mit Ihnen darüber, ja, wie konnte so etwas geschehen? Ja, wie war es möglich? Ja, und es ist auch notwendig gewesen, und es ist immer mehr auch unsere Situation und die Gespräche. Ja, wer hat denn diese Verbrechen ausgeführt? Ja, wie ist denn das gelaufen? Wie war denn das, diese Bevölkerung, ja, dass sie nun so mitgemacht haben. Ja, und ja, das ist jetzt auch, wenn ich hier leider die Anzahl der Menschen aufgrund der Dunkelheit nicht mehr so sehen kann, aber es wurde ja viel gesprochen darüber. Ich habe Bilder gesehen auf der Leinwand hier. Ich bin ganz begeistert und bin wirklich, ja, zutiefst berührt, was hier an Menschen nun sich bereit erklärt haben, diese Erinnerung für die Opfer und die von den Nazis ermordeten Menschen zu bringen. Und das muss unsere Aufgabe sein, in der Zukunft auf diese Erinnerung weiterzuarbeiten. Ja, und also nun überall, wo wir sind, über die Menschen zu reden und hoffen, dass sich so etwas nicht wiederholt. Dankeschön. Frau Umlauf, vielleicht noch eine Frage. Was würden Sie um die Jugend sozusagen bitten? Was soll die Jugend für eine Aufgabe aus Ihrer Sicht heraus übernehmen? Geschichte lernen. Auf jeden Fall. Das ist das Erste, weil wir aus dieser Geschichte auch auf die Zukunft schließen können. Und das wiederholt sich jetzt gerade. Und deswegen ist mir das wichtig, dass Sie das kennen, dass Sie einfach auch nachdenken. Ich danke ganz herzlich. Vielen Dank. Dann gehe ich mal schnell rüber zu den Schülerinnen. Genau.
Wie wichtig ist Ihnen jetzt auch die Aufarbeitung der NS-Zeit auch in der Schule oder für Sie selber? Also ich finde es sehr wichtig, weil einfach so viele Namen immer noch unentdeckt sind und wir so wenig wahrscheinlich sogar noch wissen. Und ich finde auch, dass es immer noch wichtig ist, die jüngere Generation oder jetzt unsere Generation einfach noch weiter darauf aufmerksam zu machen, dass sowas immer wieder passieren kann. Und genau. Und wie wichtig sind die Zeitzeugen noch? Sehr wichtig, weil wir gar keine Vorstellung von den Gesichtern hinter den Gräueltaten haben. Wir haben überhaupt keine Vorstellung davon, was passiert ist. Und ich finde, durch die Zeitzeugen merkt man dann nochmal ganz deutlich, dass da wirklich echte Menschen daran beteiligt waren. Und durch dieses direkte Gespräch ist das nochmal viel persönlicher und man hat nochmal ein besseres Verständnis dafür. Vielen Dank. Da sehen Sie, wie Sie auch die Jugend angesteckt haben. Vielen Dank. So, jetzt haben wir noch eine Dame hier oben. Wenn wir alle noch ein bisschen aufrutschen würden, das wäre nett. Dieses Schild ist mir ganz wichtig, und zwar da steht drauf Karl Schörkhofer. Karl Schörkhofer ist kein Verfolgter gewesen, sondern Karl Schörkhofer war ein Mensch, der Juden in München geholfen hat, der schon bereits 1938 jüdische Sakralgegenstände nach der sogenannten Reichskristallnacht eben versteckt hat, der dann Juden in der Familie versteckt hat und der aber dann auch eine Jüdin, die ums Leben gekommen ist, die sich das Leben genommen hat, sogar dort auf dem Friedhof begraben hat. Es ist erst dann Gerechter der Völker geworden, also eine hohe Auszeichnung von Yad Vashem. Und jetzt steht neben mir Angela Ziegel-Gensberger, sie ist die Enkelin. Wie wichtig ist die Geschichte ihres Großvaters? Jetzt machen wir erstmal Applaus für Karl Schörkhofer. Wie wichtig ist jetzt die Geschichte auch in der Familie gewesen von dem Großvater? Ja, ich möchte sagen, fast immer. Wir sind aufgewachsen, dass wir stolz sein konnten, einen so mutigen Menschen und auch die ganze Familie so gehandelt hat. Und es war immer mein Anliegen, dass es nicht nur die Ehrung in Yad Vashem ist, sondern dass auch die Stadt München ihn ehrt. Und das hat sie gemacht. Und das freut mich unglaublich. Wie hat Ihr Großvater das auch in der Familie erzählt? Was hat er Ihnen erzählt aus dieser Zeit? Ja, das war für ihn selbstverständlich, weil die Juden, er ist ja immer mit diesen täglich, als Friedhofsverwalter war er für sie da. Und für ihn waren das Menschen wie du und ich und nicht diesen Unterschied. Und wie dann Hitler an die Macht kam und gesagt hat, Christ darf mehr für die Juden arbeiten, hat er gesagt, okay, dann mache ich das freiwillig. Und er war immer in seinem Leben ein mutiger Mensch. Also. So. Ich weiß, Sie und die Familie hätten einen Wunsch. Es wäre schön, wenn mal eine Straße in München nach Ihrem Großvater benannt würde. Sitzt denn der Oberbürgermeister da? Ich gebe es jetzt einfach mal so weiter. Vielleicht ergibt sich mal eine Möglichkeit. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen. Meine Damen und Herren, wir haben leider nicht mehr so viele Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, aber es ist toll, dass Sie noch da sind. Aber es gibt mittlerweile schon Ansätze, neue Ansätze der Erinnerungskultur. Sehen Sie jetzt, und wir sind bald am Ende, nicht mehr lange, einen Film über die Erinnerungskultur jetzt der Gegenwart und der Zukunft. Vielen Dank, dass Sie wieder hier oben waren. Der Bundespräsident geleitet Eva Sepeschi ins Plenum. In ihrer Rede zum Holocaust-Gedenktag warnt die Auschwitz-Überlebende vor einer Erinnerungskultur ohne Bezug zum Jetzt. Ich wünsche mir, dass nicht nur an den Gedenktagen an die ermordeten Juden erinnert wird, sondern auch im Alltag an die Lebenden. Einer, der Erinnerung lebendig vermittelte, war Max Mannheimer. Bis zu seinem Tod 2016 schilderte er in unzähligen Begegnungen mit jungen Menschen, wie er die KZs der Nazis überlebt hatte. Das breite Interesse an der Zeit des braunen Terrors weckte erst 1979 die US-Fernsehserie Holocaust. Es gab viel Kritik an dieser medialen Aufarbeitung des Mordes an 6 Millionen Juden. Aber das bis dahin oft verdrängte Thema war mit einem Mal Tagesgespräch. Eine KZ-Gedenkstätte wie Dachau konnte noch Mitte der 1960er Jahre nur gegen den Widerstand lokaler Politiker eröffnet werden. Mittlerweile besuchen jedes Jahr Millionen Menschen Gedenkstätten wie Dachau oder Flossenbürg.
Das 2015 eröffnete NS-Doku-Zentrum in München versteht sich als Lernort. Hier stehen Aufstieg und Ende des Nazi-Regimes quasi vor der eigenen Haustür im Fokus. Und die Frage nach den Konsequenzen für unsere Zeit. Im Mainzer Haus des Erinnerns ließ die Tochter des 2018 verstorbenen Jacek Cilinewicz aus den Erinnerungen ihres Vaters, eines KZ-Überlebenden. Wenn Zeitzeugen sterben, werden manche ihrer Nachkommen zu Zweitzeugen. Für immer lebendig halten will dieses Projekt Zeitzeugen und ihre Erinnerungen in 3D. Auf 1000 Fragen findet es aufgezeichnete Antworten von Holocaust-Überlebenden wie Abba Naur. Wie haben Sie es geschafft, weiterzumachen? Ich wollte leben, ich wollte nicht aufhören zu leben. Das Schicksal von Sophie Scholl und der Weißen Rose wurde schon mehrfach verfilmt. 2022 versucht ein Instagram-Projekt mit einer neuen Erzählform Geschichte zu vermitteln. Es ist 1942. Ich bin Sophie Scholl und das ist mein Leben. Informationen über das Leben von fast 18 Millionen NS-Verfolgten lagern in den Arolsen-Archiven. Mitarbeiterinnen geben jetzt auf YouTube und TikTok Einblick in ihre Arbeit. Sie wollen Interesse für einzelne Biografien wecken, aber auch für die Beschäftigung mit einer Epoche, die für junge Menschen sehr lange her ist. Auch in Auschwitz arbeitet man daran, Erinnerungen zu bewahren. Restauratoren konservieren Objekte, die sowohl Opfer wie Täter zurückgelassen haben. Was diese Gegenstände künftigen Generationen sagen werden, wissen wir nicht. Und ich begrüße jetzt hier bei uns ganz herzlich Dr. Ludwig Spähnle, den Beauftragten der Bayerischen Staatsregierung für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe. Herzlich willkommen, Spähnle. Wir haben heute darüber geredet, wir haben eine erhebliche Zunahme, auch was Antisemitismus angeht, aber auch Rassismus. Was muss akut getan werden? Ja, wir müssen sehen, wie nah das ist. In dieser Woche musste eine der öffentlichen Rundfunkanstalten in Deutschland eine Mitarbeiterin, ich sage es jetzt einmal, in hohem Bogen rausschmeißen, weil die nichts anderes zu tun hatte, als für eine App zu werben, die im Prinzip gesagt hat, kauft nicht bei Juden, boykottiert Israel. Ich fordere Apple und Google auf, von dieser Stelle diese App von ihren Plattformen zu löschen. Das ist aktives Handeln. Wir haben ja auch sehr stark darüber geredet, was in den Schulen momentan gemacht wird. Wir haben ja sehr stark auch mit wirklich aktiven Lehrern zu tun und Lehrerinnen zu tun. Es wird zum Beispiel gefordert, einmal im Jahr oder einmal in der Schulzeit in einer KZ-Gedenkstätte gewesen zu sein. Reicht sowas? Es reicht nie. Aber der Besuch einer Gedenkstätte oder eines Dokumentationszentrums, und lassen Sie mich das heute sagen, der Zug heute der Namen vorbei am Palais Barlow, dem Braunen Haus, hat den narzisstischen Versuch, diese Namen auszulöschen, gebrochen. Das ist die Botschaft des heutigen Tages. Und das erlebt zu haben und dabei zu sein, ist das Besondere des heutigen Nachmittags gewesen. Und ich glaube, für viele, die das auch im Fernsehen verfolgen können, die wichtigste Botschaft. Vielen Dank. Und vielleicht noch eine letzte Frage. Sie kommen ja auch viel in der Gegend rum. Welche neue Form oder gibt es eine neue Form der Erinnerungsarbeit, die Ihnen besonders aufgefallen ist? Ja, dass Schülerinnen und Schüler aller Schularten sich dieser Nachbarschaften annehmen. In ganz Bayern gibt es ungefähr 200 Orte, an denen jüdische Gemeinden waren. Und an diesen Orten wird dieses Nachdenken über Nachbarn wieder in besonderer Form wahrgenommen. Und das müssen wir noch mehr und intensiver tun. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, es ist mir jetzt eine besondere Ehre, und zwar anzusagen, Froni Bittenbinder, Musikerin. Sie hat vor einigen Jahren für uns einen Song kreiert. Wir hatten damals eine Demokratiewoche gehabt. Und da hat sie einen wunderbaren Song gemacht, eben den Demokratie-Song. Wie ist es damals gelaufen? Wie ist die Idee auch entstanden? Was gibt dir selber auch die Demokratie? Demokratie bedeutet, ein freies Leben zu führen, ein friedliches Miteinander. Und für mich ganz speziell als Künstlerin bedeutet es, dass ich mich frei ausdrücken darf, so wie wir das auch heute machen, was ja leider an vielen Orten der Welt keine Selbstverständlichkeit ist.
Vielen Dank. Ich weiß, ihr macht viel, die ganze Familie engagiert euch immer. Und wir hören euch jetzt mit dem Demokratiesong ganz neu, das erste Mal. Das ist ein Teil mit der Band und dann mit einem Teil vom Rundfunkorchester. Viel Spaß. Zusammen mit einem Ensemble des Rundfunkorchesters. Vielen, vielen Dank euch. Jetzt begrüße ich eine beeindruckende Frau,
Politische Bildung durchzieht ihr Leben. Das, was wir heute machen, macht sie jeden Tag. Und vor allem auch die Kommunikation und die Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern. Herzlich willkommen, Professor Dr. Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Ganz herzlichen Dank. Ich bedanke mich, dass Sie noch ein bisschen durchhalten. Das Projekt Die Rückkehr der Namen ist mehr als ein Erinnerungsprojekt. Es steht auch für unsere gemeinsame Zukunft. Wir müssen uns immer wieder vergegenwärtigen, wie Folgendes geschehen konnte. Ein zwar durch massive Krisen herausgeforderter, zweifelsohne aber demokratischer Verfassungs- und Kulturstaat wie die Weimarer Demokratie wurde innerhalb überschaubarer Zeit und mit zum Teil offener, zum Teil stillschweigender Zustimmung weiter Teile der Bevölkerung abgelöst. Abgelöst durch ein sich rasch zum totalitären aufschwingendes Regime, das Millionen von Menschen für minderwertig erklärte und ihnen schrittweise alles nahm. Ihr Vertrauen auf Mitmenschlichkeit, das von ihnen erarbeitete, ihre Würde und schließlich häufig auch ihr Leben. Dies intellektuell und emotional nachzuvollziehen ist schwierig genug, aber dieses Nachvollziehen genügt nicht mehr. Heute, am 11. April 2024 und damit wenige Wochen vor dem 75. Geburtstag des Grundgesetzes, müssen wir uns fragen, könnte es im 21. Jahrhundert mitten in Europa passieren, dass Bekannte, Freunde, Arbeitskollegen oder Verwandte und womöglich auch wir selbst sich aufhetzen lassen, sich einreden lassen, dass es Menschen gäbe, die aufgrund ihrer Religion, ihrer Herkunft oder ihrer gesundheitlichen Verfassung weniger wert sind als man selbst oder als die Gruppe, der man sich zugehörig fühlt. Würde eine Mehrheit der Wählerschaft es zulassen, dass wir den Wert des Deutschseins und der deutschen Nation wieder über alles setzen? Müssen wir uns darauf einstellen, dass sich das Misstrauen gegenüber unseren seriösen politischen Parteien und ihren Repräsentanten auswächst zu manifestem Misstrauen und schließlich zu einer mehrheitlichen Ablehnung unserer freiheitlichen Demokratie? Ich bin zuversichtlich, dass diese Szenarien bei uns nicht eintreten werden. Hundertprozentig sicher bin ich nicht. Diejenigen, die heute hier zusammenkommen, wissen, welche Taten und welches Denken gemeint sind, wenn wir aufrufen zum Nie wieder. Aber diejenigen, die unsere Demokratie nur als System betrachten, diejenigen, die wie der thüringische Abgeordnete Höcke ankündigen, sie wollten, ich zitiere, einen langen Weg des Aufräumens und des Neuaufbauens gehen, Zitat Ende. Das sind auch diejenigen, die unseren unabhängigen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu einem von ihnen kontrollierten Staatsfunk umbauen wollen und die Justiz mit ihren eigenen, womöglich völkisch orientierten Gefolgsleuten besetzen wollen. An der Vorgehensweise der Machthaber in Ungarn und in Polen konnten wir beobachten, es sind gar nicht so viele Maßnahmen erforderlich, um eine freiheitliche Demokratie in ein illiberales System umzubauen. Zumindest dann nicht, wenn die Öffentlichkeit nicht früh genug erkennt, was sich da anbahnt. Man domestiziert die Medien, man unterwandert die Justiz. Die Feinde der freiheitlichen demokratischen Grundordnung kommen heute recht geschmeidig daher.
Sie zerreißen nicht den Text der Verfassung. Sie machen etwas anderes, etwas womöglich Gefährlicheres. Sie behaupten, entgegen der Tatsachen, unser Land befände sich am Abgrund und nur Sie könnten es vor einem angeblich drohenden Absturz retten. Sie wollen den Leuten einreden, dass in der Bundesrepublik Deutschland eine Gesinnungsdiktatur herrsche. Und Sie tarnen all diese Ungeheuerlichkeiten als Ihren angeblich uneigennützigen Kampf für das Volk, das vor seinen Feinden zu schützen sei. Warum verfangen diese Desinformation und diese Propaganda von populistischen und extremistischen Kräften bei so vielen Menschen? Warum gelingt es den völkisch Gesinnten, Ängste zu schüren und eine Sehnsucht nach dem Autoritären zu wecken? In Krisenzeiten gibt es immer Krisenprofiteure. Und seit 10 Jahren sitzen diese auch in deutschen Parlamenten. Krisenprofiteure machen keine konstruktive Oppositionsarbeit. Im Gegenteil, sie tummeln sich am liebsten nicht im Parlament, sondern auf den digitalen Plattformen. Krisenprofiteure wollen die großen Probleme, vor denen Deutschland und Europa stehen, nicht angehen, nicht lösen. Im Gegenteil, sie hoffen darauf, dass die Auswirkungen der Krisen immer stärker werden, weil das ihre Umfragewerte und ihre Wahlergebnisse nach oben treibt. Auf diese Weise wollen sie ihr eigentliches Ziel erreichen, nämlich an die Macht kommen. Krisenprofiteure mäßigen sich nicht. Im Gegenteil, sie leben davon, dass die Angst um sich greift, unsere Angst. Sie wollen keine zukunftsfähigen Lösungen, sondern hoffen aus purem Eigennutz auf noch schlechtere Stimmung in unserem Land. Um auf meine Eingangsfragen zurückzukommen, ja, wir haben trotz allem Anlass zur Zuversicht, dass die meisten Menschen in unserem Land weiterhin der freiheitlichen Demokratie zugewandt bleiben. Diesen Anlass zur Zuversicht verdanken wir nicht allein unserem Grundgesetz mit seinen vielen Vorkehrungen gegen Machtmissbrauch, sondern das verdanken wir auch der Arbeit unserer seriösen politischen Parteien. Verfassungsrechtliche Vorkehrungen und demokratische Gewohnheiten sind aber nur so lange wirksam, solange wir sie schätzen und schützen. Deshalb danke ich Ihnen, dass Sie heute hier sind, dass Sie so lange hier sind. Und ich danke Ihnen, dass Sie Multiplikatoren für unsere freiheitliche Demokratie sind. Sie hat es verdient. Wir können und sollten täglich beweisen, dass auch wir sie verdient haben. Danke. Vielen Dank, Frau Professor Dr. Ursula Münch. Ja, Tutzing ist nur eine S-Bahn-Länge entfernt. Schauen Sie sich das Programm mal an. Da gibt es viele interessante Veranstaltungen und Themen in der Akademie. Herr Bönte, heute haben wir viel zurückgeschaut. Was nehmen Sie jetzt heute von dem Tag und von dem Projekt mit? Eigentlich großes Glück, dass so viele Menschen teilgenommen haben. Und ich habe auch gemerkt, dass das schon aufgeht, wenn man sagt, jeder Tag kann ein Erinnerungstag sein. Aber wie die Frau Münch gerade auch gesagt hat, ich finde auch, jeder Tag kann ein Demokratietag sein. Also deswegen glaube ich, ja, wie gesagt, viel Besinnliches. Ich habe vieles erlebt, viele Gespräche geführt. Und ich glaube, das ist wieder für mich auch ein Anstoß, wieder was zu machen und weiterzumachen. Ich hoffe, es machen andere auch. Wir wollen ein riesengroßes Dankeschön loswerden. Und zwar Dank an alle Patinnen und Paten, auch fürs Einlesen, für die inhaltliche Vorbereitung in den letzten Wochen. An das gesamte große Team des Bayerischen Rundfunks. Ja, das kann man wirklich sagen. Also das gesamte Team auch von Produktion und Technik. Und Sie sind alle stolz, mitgemacht zu haben. Aber ganz besonders auch auf mein kleines Team, das seit einem Jahr das stemmt. Ich sage mal zwei Namen. Das ist Frau Kuttenberg und Frau Pilling. Die sind eine Wucht, die haben es wirklich geworfen und da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Das war ganz große Klasse.
Natürlich auch großes Dankeschön an Frau Dr. Katja Wildermuth und Björn Wilhelm für die Unterstützung. Auch an die Historikerinnen und Historiker, ne? Ja, also ich sage es nochmal, Kreisverwaltungsreferat Public Value, da ist wirklich was zusammengewachsen. Da sind Freundschaften entstanden, finde ich, sage ich mal in Anführungszeichen, auch Notfreundschaften entstanden, weil wir sind doch manchmal durch dick und dünn gegangen. Es war großartig. Ich bedanke mich auch nochmal beim Kreisverwaltungsreferat, beim Mobilitätsreferat. Ich weiß nicht, irgendwas habe ich jetzt vergessen, aber sind auf jeden Fall alle Referate, die mitgemacht haben, waren großartig. Wir haben tolle Schalten gehabt und nochmals Dankeschön an alle. Außerdem danken wir allen beteiligten Projektpartnern, Organisationen, Institutionen, Vereine und vor allem den Schulen auch, insbesondere auch dem NS-Dokumentationszentrum München als starker Partner und genau, Kreisverwaltungsreferat, die genau. Haben wir gerade, der Polizei. Die Polizei war großartig. So, wir gucken mal, wir müssen ein bisschen die Zeit füllen. So, ich habe noch eine Information, ein paar Schilder sehe ich noch. Wenn Sie die Schilder gleich loswerden wollen, bringen Sie die zurück an die Schilderrückgabe vor der Theatinerkirche, da haben die Kolleginnen und Kollegen noch Platz. Ich würde sagen, der Tag hatte auf alle jetzt eine große Wirkung. Wir nehmen alle was mit. Vielleicht gehen Sie inspiriert nach Hause, das würde ich mir so wünschen. Und jetzt lade ich Sie ein, mitzusingen mit uns. Und mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks bei der Hymne der Friedensbewegung gegen den Krieg. Stellen Sie sich vor, es könnte Frieden sein. Erzählt von Merit Ostermann und sie singt John Lennon und Imagine. Schönen Abend, vielen Dank. Dankeschön. Danke.